Ja, Hadi, Hallöchen und herzlich willkommen hier bei einem neuen Mal nicht so auf meinen Kanal vertretenen Spiel. Und zwar nämlich jetzt das ein Shooter-Game, das was bei mir eigentlich so gut wie kaum vorkommt, bis auf Doom. Ja, bis auf Doom. Und das habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Ja, hi, wir spielen Tiny Tina's Wonderland. Ein Shooter-RPG-Spiel aus dem Hause K2, was, naja, ne, Borderland-Grafik und man sieht da hier schon so ein bisschen das alles. Vorweg, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Borderland gespielt. Ich mag die Grafik nicht. Trotzdem spiele ich das Spiel, weil mich eigentlich die Story interessiert. Oder beziehungsweise der Trailer hat mich angesprochen und deswegen spiele ich dieses Spiel. Und muss dann über diese Grafik hinwegsehen, die ich eigentlich nicht wirklich mag. Aber macht ja nichts. Man muss ja kein... Es geht ja nicht im Leben nicht immer nur um Grafik. So sieht es nämlich aus. Bäh. So. Tschüss. Ich hoffe, ich kann es spielen. Weil im Endeffekt, ich bin kein Shooter. Und vor allem nicht auf Konsole ein Shooter. Das ist absolut nicht meine Welt. Ich hoffe, es wird nicht zu anspruchsvoll. Charakter laden, Splitscreen. Na, Splitscreen. Neues Spiel. Wir machen auf entspannt. Wähle das Erlebnis, das zu deinem Spielstil passt. Hier kannst du mit den kleinen, imaginären Persönlichkeiten abhängen, die in deinem Bildschirm wohnen und ganz nebenbei die gottverdammte Welt retten. Spielerinnen richten 15% mehr Schaden an, Gegner, ja, weniger. Du bist hier für einen spannenden Kampf zwischen Gut und Böse. Erlebe Tiny Tina's Wonderland genau wie vorgesehen. Du bist hier, um alles Böse zu zerschmettern. Ganz gleich, wie viel scheußliche, kreischenden Horden dir der Bunkermaster auch entgegenstellt. 15% weniger Schaden anrichten. Gegner machen mehr Schaden. Bonus von 15% auf Gold- und Mondkugeln, die abgeworfen werden. Aber ich spiele auf entspannt, weil ich tatsächlich ein bisschen Angst habe. Ne? Gruppenmodus? Ich brauche keine Gruppe. Jeder im Spiel findet seine eigene Beute. Jeder Kampf lohnt sich also garantiert. Die Spieler, die Beute im Spiel wird unter allen aufgeteilt. Ich will ja eigentlich keine Gruppe. Es gibt eine Welt jenseits der Borderlands. Geschmiedet durch Wunder, vom Schicksal regiert. Der Kampf zwischen diesen Mächten tobt schon seit Anbeginn. Böse und Gut, Schurken und Helden. Ein wiederkehrender Kreislauf der Gewalt. Wunder liegen in der Macht einer grausamen Göttin. Aber das Schicksal, es gibt nur einen, der es bestimmt. Dessen Los in den eigenen Händen liegt, der Schicksalsbringer. Das bist du? Krass, oder? Schicksalsbringer. Echt viel Verantwortung. Ehrlich, ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du vor lauter Schiss gleich aufgibst. Doch, falls nicht, wenn du dich als Schicksalsbringer beweisen willst, hier die Warnung, die ich allen Helden gebe. Gemeinsam kämpft ihr. Gemeinsam sollt ihr fallen. Ihr seid aber schnell da. Wie gesagt, wir sind eben Helden. Ich bin Valentine, der edle Abenteurer. Die Gruselige da heißt Fred. Und wer ist das da? Hm? Unser Neuling auf dem ersten Abenteuer. Ach, kommt schon, die Figur ist ja nicht mal fertig bemalt. Genug jetzt. Wir verhindern, dass du die Seelenenergie raubst. Narren! Ich habe die ganze Seelenenergie bereits absorbiert! Ich bin unbesiegbar! Oh Mann, tut mir echt leid. Dann keine Seelenenergie. Boden werden brennen! Babys werden heulen! Wer sonst? Meines Gelände werden über das Land her!
greifen an! Zusammen! Erbärmlich. Besonders du, Neuling. Die Helden von heute haben nichts mehr drauf. Und jetzt, stirb! Doch dann, als die Helden schon aufgeben wollen, hören sie ein Wiehern. Ein Wiehern? Ja, und da ist ein glitzernder Regenbogen, der knister, krake, kricke. Es ist Königin Aschgau. Die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen. Moment, was für ein Spiel ist das hier? Wir spielen Bonkers and Badasses, Baby! Und ich, Tiny Tina, bin der Bunkermaster. Also bestimme ich! Darum gibt es ein magisches Diamant-Zweihorn namens Arschgau, das alle rettet! Hm. Ich hatte gehofft, dass wir alle retten. Kommt noch, Wellilein, aber es muss doch spannend sein. Also, weniger labern, mehr Dragonlord! Arschgau, du magst zwar die schönsteste, perfekteste Herrscherin von allen sein, ha? Aber dieses Mal gewinne ich! Aber Arschgau hatte das coolste Schwert auf der ganzen Welt. Das Sehnenschwert! Was soll das? Die Skelette waren taufrisch! Nein! Nein! Sei verflucht, Valentine! Sei verflucht, Fred! Und vor allem verfluche ich dich, Neuling! Namenloser Plagegeist! Ich kehre zurück und befreie die Welt von euch Helden! Und so wurde der Dragonlord besiegt. Fürs Erste. Einladung abgeschlossen. Also, wer hat das dabei beim Spiel? Ja, meinetwegen. Wir sitzen hier ohnehin fest, seit dieser Berg das Raumschiff gerammt hat. Ja, voll zerschmettert. Bin dabei. Ich liebe Bonkers and Badasses. Mein Charakter ist schon auf Level 50. Nee. Es gibt ganz neue Charaktere. Das ist für den Neuling das erste Spiel und ich sorge für ein absolut unvergessliches Abenteuer. Bereit, Neuling? Zeit für die Charakterbögen, Leute! Oh Gott. Oh Gott, warum hat er uns die ganze Zeit so gedisst? Ich hab überhaupt nichts. Ich war doch nur da. Ja. Also vom Humor her ist das ja schon mal gar nicht mal schlecht, wa? Ich bin immer noch nicht fertig. Ah, das gehörte, glaube ich, zu meinen Skills. So, wir können eine verschiedene Klasse... Klasse wählen. Ich kenne überhaupt nichts von Borderlands, also nein, nur nochmal so gesagt. So, heimtückischer Meuchler mit dem Fokus auf kritische Treffer. Schmutziger Kampf, die kritische Trefferchance der Schicksalsbringer wird erhöht. Das hilft super beim Erstechen. Geisterklinge. Schicksalsbringer schleudern eine große Geisterklinge heraus, die sich an Ort und Stelle dreht und Feinde in der Nähe, je nach ihrer ausgerüsteten Nahkampfwaffe, Nahkampfschaden zufügt. Aus den Schatten, Schicksalsbringer aktivieren Tarnung und werden unsichtbar. Solange Tarnung aktiviert ist, wird sämtlich verursachter Schaden automatisch durch kritische Treffer erzielt. Allerdings bewirken kritische Treffer auch weniger Schaden. Dann haben wir noch den Klauenbringer. Schicksalsbringer werden von einem würen Gefährten begleitet, der die Umgebung überfliegt und Feinde mit seinen Klauen und Feuerodem angreift. Schicksalsbringer rufen ihren Hammer herbei und schmettern ihn auf den Boden, was Nahkampfschaden verursacht und eine riesige Feuernova erzeugt, die Feinde in der Nähe Feuerfertigkeitsschaden zufügt. Schicksalsbringer schleudern ihre herbeigerufenen Hammer und fügen allen Feinden, die dieser berührt, Blitz-Nahkampfschaden zu. Der Hammer bleibt an seiner Landeposition haften und fügt allen Feinden in der Nähe jede Sekunde Blitzschaden zu. Zauberschuss. Das Wirken eines Zaubers oder des Nachladen gewährt Schicksalsbringern einen Zauberschleuderstapel und erhöht den Zauberschaden. Zauberschleuderstapel laufen automatisch noch ein paar Sekunden ab. Schicksalsbringer verwandeln einen Feind auf magische Weise für ein paar Sekunden in ein harmloses Scarf.
Schicksalsbringer können einen zweiten Zauber im Inventar ausrüsten. Grabspross, der war vom Auftritt am coolsten. Schicksalsbringer werden von einem schwebenden Halblichtgefährten begleitet, der Gegner aus der Distanz ins Visier nimmt und Dunkelmagie-Schadens verursacht. Schicksalsbringer opfern einen Teil ihrer Gesundheit, um Dunkelmagie-Fähigkeitsschaden zu verursachen und Dunkelmagie-Status-Effekte auf alle Feinde in der Nähe zu verwenden. Schicksalsbringer werden vollständig geheilt, erlangen erhöhte Ausdauereffizienz und verursachen Bonus-Dunkelschaden. Magieschaden verlieren jedoch immer mehr Gesundheit pro Sekunde. Wenn die Schicksalsbringer sterben müssten, werden sie stattdessen für kurze Zeit unverletzbar und regenerieren einen Teil der Gesundheit. Oh, hier, das ist was für Sandy. Ich kenne auch überhaupt nichts von Borderlands, aber naja, der Trailer hat mich einfach angesprochen. Ich hab's mir immer so angeguckt und dachte mir, oh ja, nee, Borderlands-Grafik, absolut nicht meins. Und dann dachte ich mir, ich gucke mir mal den Trailer an und der hat mich dann angesprochen und deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Das ist auch mal was. Schicksalsbringer werden von einem Pilzgefährten begleitet, der in der Nähe anvisiert und Gegner in der Nähe anvisieren und Giftschaden verursacht. Schicksalsbringer beschwören einen himmlischen Bogen, der 7 Pfeile auf einmal abfeuert, die beim Aufprall Fähigkeitsschaden verursachen. Die Pfeile prallen 2-mal zwischen Feinden in der Nähe ab. Schicksalsbringer erzeugen 3 Frostzyklone, die sich auf Feinde in der Nähe zubewegen und für begrenzte Zeit Frostfähigkeitsschaden verursachen. Der Berserker. Der Action-Skill-Start versetzt Schicksalsbringer in Raserei. Während der Raserei verursacht ihre Angriffe Bonus-Frostschaden. Schicksalsbringer wirbeln herum, metzeln alles in der Nähe mit der Nahkampfwaffe nieder und verwandeln sich in ein Tornado des Schmerzes. Schicksalsbringer springen auf ihr Ziel zu und verursachen Frostfähigkeitsschaden bei allen Gegnern in der Nähe. Und das ist der Kilomat. Okay, wir haben jetzt... Also ich wäre jetzt klar... Hier würde mich ja interessieren, weil, ne, Totenbeschwörer immer geil, aber ich mag es nicht, dass da steht, ich opfer einen Teil meiner Gesundheit und ich bin ja schon ein bisschen dumm. Also entweder Berserker oder Grabspross. Vielleicht auch Zauberer. Sucht aus, sucht ihr mal aus. Ich, ne? Ich lasse das euch mal entscheiden. Wobei Kilomat ja vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, ne? Bei Clownbringer ja auch gar nicht mal so schlecht. Es ist halt alles irgendwie, ne? Irgendwie alles gut, bis auf der Bogenschütze. Der will ich nicht sein. Alles bis auf der Bogenschütze. Habt ihr hier als Auswahl. Ich lasse uns mal ein bisschen aufblitzen, damit wir auch epileptische Anfälle bekommen, definitiv. Ich weiß halt auch nicht, wie es abläuft mit der Gesundheit, ne? Ich finde es schön, einen Begleiter zu haben. Finde ich, hat der Zauberer, glaube ich, nicht, ne? Der Begleiter, der mir dann ein bisschen hilft. Also das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Der mit dem fliegenden Totenkopf, Grabspross. Aber was ist denn mit einem Tausch gegen, ne? Aber ein Tausch gegen Gesundheit, das macht mir so Angst. Das ist ein vollwertiges Spiel hier. Das DLC oder so eine kleine Mini-Geschichte kam ja irgendwie mal 2021 raus. Irgendwie sowas in der Art. Naja, aber der Bogen... Nee, ich hab ja, ne? Ich hab ja auch hier begleitet. So, wir nehmen jetzt den hier, lang genug gefackelt. So, Körperanpassungen. Wir sind jetzt Grabspross. Den da. Den hier? Den da, okay, den da. Körpergröße, wir sind natürlich ein großer. Oder sind wir klein? Nein, eigentlich sind, ne? Eigentlich sind wir immer klein. Kopfgröße, weiß ich nicht. Stimme? Das nenne ich mal modisch.
einfach fantastisch! Einfach fantastisch! Ich muss mich erneut weiterentwickeln. Meine Gestalt ist vergänglich. Die da. Irgendwas muss... Ein neuer Anfang! Ich muss mich erneut weiterentwickeln. Pronomen. Er, ihm, Xier, ich bin er, ihm. Gesichtszüge, oh Mann, jetzt geht's wieder los. Reserviert, hartgesotten. Ich will eine normale Hautfarbe. Ich will keinen Neuling-Hautfarbe. Schmiedeblut, Ifrit, Dryadisch, unterirdisch. Wobei, eigentlich bin ich ja unterirdisch, ne? Kriegerknoten. Kann ich mich drehen? Ja, da. Ja, das ist eindeutig auf den Punkt. Katzenohren. Nein, ich bin... Hallo, ich bin Totenbeschwörer. Da kann ich keine Katzenohren tragen. Also bitte. Lange Vorgeschichte. Ungepflegter Herold. Raider-Zopf. Reihenweise. Was? Mähnlich. Drachenlocken. Strähne. Ich nehme die hier. Das sieht aus wie einer. Bärte. Ja, ich habe einen Bart. Ich habe einen typischen. Ganz, ganz typischen. Bart. Komm, wir sehen so aus, weil wir so stachelig sind. Hautfarbe, Haarfarbe. Eigentlich rot, oder? Das sieht aus, als ob ich Steine auf dem Kopf habe. Komm, rot passt gut. Ohrensymmetrie. Ja, scheinbar. Habe ich überhaupt Ohren? Das sieht auch ohrig aus, oder? Jetzt noch die Nase. Ja, klein, Nasengröße. Ich habe nur eine kleine Nase, damit ich den Tod nicht so riechen muss. Die Katzenohren waren geil. Nein, nicht die, keine Katzenohren. Nasenhöhe ist vollkommen in Ordnung. Mundsymmetrie ist auch, das ist... Ich sehe kaum Unterschied. Ich nehme Herz, weil wir so herzig sind. Ich habe auch nur einen kleinen Mund. Augensymmetrie an, Augenbrauen scharf. Das da. Spitz. Wimpern, keine... Okay. Lang. Nehmen wir mal keine. Augenform tief. Pupille Punkt. Fokussiert. Katze. Klein. Irgendwie auf Drogen. Grimmiger Blick. Grimmiger Blick sieht gut aus, ne? Ich bin immerhin ein Totenbeschwörer. Augenfarbe blau. Da muss ja rein theoretisch... Schwarz? Gibt es sowas wie schwarz? Naja gut, dann nehme ich Bernstein. Höhe der Augen, Position der Augen. Die Position der Augen ist einfach ein Traum. So, Rüstung. Rüstungsmuster. Achso, das, was wir da... Oder was? Das da. Achso, das ist die Streifen. Kriege ich nachher noch bessere Rüstungen? Ich will keine Kettenrüstung. Schachbrett? Nein. Streifen? Nein. Streifen machen dick. Tunika? Ohne. Ich nehme die Tunika. Primärfarbe? Oh Gott, oh Gott. Wir sind der Tod. Wir dürfen definitiv kein Pink tragen. Ich bin immerhin der Tod. Sekundärfarbe? Alles schwarz. Wir sind der Tod. Da wir der Tod sind, ist das schon ziemlich tot. Extreme Ästhetik. Ich habe jetzt Angst, das zu machen, aber ich mach mal. Keine Ahnung, was das macht. Was, das Gesicht ist gar nicht dein Fall? Klar. Was macht extreme Ästhetik? Ich aktiviere das einfach mal. So. Was sind wir denn? Dorftrottel? Ja, schon, ne? Okay. Dorftrottel, das sind wir.
Oh, du herzallerliebstes Riesenbaby mit gutem Aussehen, Muskeln und genau zwei Gehirnzellen gesegnet, die niemals miteinander sprechen. Bist du wahrlich wie ein Gott. Genau genommen, Bellotion, der Gott der Himbos. Dein Schicksal war es immer, Großes zu vollbringen oder als atemberaubendes Bauwerk klassifiziert zu werden. Von Elfen aufgezogen, du erzählst nur ungern davon, aber du bist in einer Elfenkommune groß geworden. Aufgrund der strikten Ernährung mit rohen Blättern und Baumharz bist du ebenso leichtfüßig wie Dürr. Wenn du auch nur noch ein einziges Hafensolo ertragen musst, fährst du außer Haut. Gescheiterter Mönch. Ein mächtiger Ruf hat dich gelockt, dein Leben hinter dir zu lassen und zu einem Bergkloster zu reisen, in dem du uralte Lehren studieren und über den Sinn aller Dinge nachdenken konntest. Dann hast du einen Nachttopf aus dem Fenster ausgeleert und einen Mönch erwischt. Du bist sicherheitshalber in der Nacht geflohen und hast eine andere Berufung gesucht. Ex-Invater Horter. Oh Gott, was? Einstimmen. Du bist einst durch eine fantastische Welt gekrochen, um deine Taschen mit allen Kerzen und Käsestücken zu füllen, die du finden konntest. Du hast den Müll abgeschworen, doch nun richtet sich dein Auge auf Werkzeug der Zerstörung und ihre leuchtenden Beutestrahlen. Schurke, wir müssen gleich mal gucken, ne? Den königliche Alchemistenvereinigung gibt strenge Regeln für die Verwandlungsmagie vor. Schieße auf diese Typen. Du hast ja einen Namen als Verkäufer in Billigmarktschmuck gemacht, bist aber neuerdings arbeitslos und auf der Flucht, nachdem der hiesige Baron spitz gekriegt hat, dass du sein neuestes goldenes Amulett aus Schokolade war. Okay, Intelligenz brauchen wir ja eigentlich mehr. Geschick brauche ich auch nicht. Hier ist Intelligenz und Weisheit. Geschick und Stärke geht dafür runter, ist ja eigentlich gar nicht mal so, ne? Hier geht Intelligenz und Geschick. Einstimmen, weiß ich nicht, was das macht. Aber ich würde sagen, wir gehen hier, weil Stärke und Geschick brauche ich ja nicht. Deswegen, ich gehe mal hier auf gescheiterter Mönch. Okay, Stärke. Achso, kann ich jetzt noch? Ich habe noch 10 verfügbare Punkte. Zauberabklingzeit, Skillabklingzeit hätte ich gerne, glaube ich, noch ein bisschen. Weil ich ja auch echt Skill brauche. Statusschaden, Zauberabklingzeit ist natürlich auch sehr wichtig. Kritische Treffer. Okay, Skillabklingzeit brauche ich scheinbar gar nicht, weil am besten sind wir gar nicht drin, okay. Finde ich ja schön, dass das wenigstens angezeigt wird. Dann gehe ich noch ein bisschen hier drauf für maximal TP. So, oder? Das sieht doch gut aus. Naja, wir haben ja auch einfach keinen Skill. Was ist eine ganz kurze Pen-and-Paper-Phase? Oh Gott, da habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung von. So, mein Name ist natürlich... Namen bearbeiten. Mein Name ist natürlich... Tastatur öffnen. Also so heiße ich nicht, aber demnächst. Ich bin natürlich der mächtige und allseits tödliche, ich bin schon hier drinne. Ich bin natürlich Case. Hi. Hallo, mein Name ist Case und ich bin ein gescheiterter Mönch, der jetzt Totenbeschwörung ausübt. Tja. Ich würde sagen, wir rotieren nochmal unseren Charakter. Wir sind wunderschön wie eine Prinzessin. Los geht's. Valentine ist um! Okay, Valentine, hast du gerade dein eigenes Gesicht auf den Charakterbogen gemalt? Es hieß, mal deinen Helden. Und ich bin mein eigener Held. Okay, und Fred, steht da, dein erstes Schwert verursacht Mörder 1000 Schaden? Mein Fehler. Ich habe eine Null vergessen. Oh. Neuer Plan. Fred und Valentine kriegen keine Stifte mehr und Würfel schon gar nicht. Jetzt liegt's an dir, Neuling. Du bist ein Schicksalsbringer. Und diese Trottel werden dich beraten, schätze ich. Also gut. Ich rate dir, ein Badass zu sein. Wir sind hier, um das Böse zu töten und Gold zu machen. Ich weiß, dass ich dein Vorbild bin.
Halte dich an mich und du wirst ein toller Schicksalsbringer sein. Ach ja, eine letzte Sache noch. Bunkers and Badasses ist ein Rollenspiel, Baby. Das heißt, du sprichst immer mit deiner Charakterstimme. Kapisch? Gut, dann lass mal hören. So ist ein Garten der arkanen Mysterien. Ich werde seine Früchte aufbrechen und seine Geheimnisse trinken. Ich sehe überhaupt nichts. Du musst sie dir vorstellen, du Armleuchter. Schließ einfach die Augen und wundert euch. Ihr seid im Schlummertal eingetroffen, einer unscheinbaren und friedlichen Ecke des Königinreichs, die ein dunkles Geheimnis birgt. Ihr seid weit gereist, um hier zu sein. Hört auf den Ruf der Königin höchst selbst. Die Königin höchst persönlich? Was könnte sie von uns wollen? Sie fürchtet die baldige Wiedererweckung des Dragonlords. Ihr müsst sein Grab finden und seine Wiederauferstehung verhindern. Mit anderen Worten, wir dürfen ihm in den Arsch treten. Hier ist ein Übersichtsblatt mit Gesundheitswert, einer Karte und so Zeug. Krass, danke. Hi, da sind wir. Es sieht gar nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt, vom Grafikstil her. Ich kann springen und dabei vibriert mein Controller. Wartet kurz, das muss ich für mich sehr persönlich ausnutzen. No. 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 So, bin fertig. Was hier? Schlummertal, Lichtung der hilfreichen Tutorials. Achso, das ist die Lichtung der... Ja. Mit dieser Karte kannst du Informationen über deine Umgebung erfahren und Orte von Interesse ansehen. Ohne sie wärst du vermutlich aufgeschmissen. Ja, danke, kenne ich. Details über den markierten Ort von Interesse werden in deinem Informationsfenster angezeigt. Alle Schnellreiseorte, die in der aktuellen Zone entdeckt werden, werden hier angezeigt. Du brauchst also nicht per Anhalter zu fahren. Du kannst jederzeit zu diesen Zielen reisen, indem du einen bestimmten Ort markierst und X erhältst. Okay. Hier kannst du eine Aufzeichnung über den Fortschritt deiner Wonderlands-Reise einsehen, denn die beste Bunker- und Badass-Spieler machen sich viele Notizen. Uah, Streber. Das ist dein Questlog, das dir anzeigt, welche Quests aktiv sind oder abgeschlossen wurden. Dieser Reiter zeigt dir deinen Fortschritt über Schreinen und anderen Kampagnen, Herausforderungen an, die dir mächtige Boni gewähren. Sammle sie alle und schließ sie ab. Ich weiß gar nicht, wo du bist mit deinem Reiter, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Egal. Der Schriftrollenreiter ermöglicht es dir, Nachrichten von Schriftrollen abzuspielen, die du gefunden hast. Nur falls jemand beim ersten Abspiel genießt hat, sodass du nichts mitbekommen hast. Herausforderungsbuff. Oh, guck mal, hier steht Stärke 10, Schreinbuff. Das ist mein Inventar. Hier kannst du deine Beute ansehen, Objekte vergleichen und Ausrüstung anlegen. Wenn du auf Zahlen stehst, bist du hier in diesem Menü richtig. Du kannst deine aktuell ausgerüstete Objekte auswählen, um Waffe oder Ausrüstung auszutauschen. Wenn du einen Slot auswählst, werden relevante Objekte, die du auswechseln kannst, im Rucksack automatisch markiert. Dank der Filter oben im Menü kannst du den Inhalt deines Rucksacks leichter sortieren. Pff, wer sortiert denn? Markierte Objekte als Müll oder Favorit, damit du schneller erkennen kannst, was nur für Ratten im niedrigen Level taugt und was ein unersetzliches Erbstück ist. Munition. Die Munitionsfelder zeigt dir die aktuelle Munitionsmenge für jeden Waffentyp an. Denk dran, Zauber laden sich automatisch wieder auf und benötigen keine Munition. Das ist das, wovor ich am meisten Angst habe. Schießen. Das ist der Ort, an dem du all deine hart verdienten Skill- und Heldenpunkte ausgibst, um sie in deinem Charakter zu investieren. Du kannst hier auf Level 2 deinen ersten Skill wählen. Weitere Skills werden später freigeschaltet und du kannst zu diesem Bildschirm zurückkehren, um freigeschaltete Skills zu platzieren. Gib Skillpunkte aus, um passive Boni für deine Klasse freizuschalten. Deine passiven Skill können sich stark auf das Gameplay und dein Spielstil auswirken und sorgen mit dafür, dass jeder Charakter einzigartig ist. Einzigartig. Heldenpunkte ausgeben. Gib hier Heldenpunkte aus, um deine heroischen Attribute weiter zu erhöhen. Du kannst ruhig nach dem Mini-Maximum-Prinzip vorgehen. Für ein ausgewogenes Spiel zu sorgen, ist Tinas Problem. Klassengroßtat. Jede Klasse verfügt über eine stark passive Fähigkeit, die Großtaten genannt wird. Diese werden früh in der Story freigeschaltet und so lange aktiv, wie die Klasse im Slot ist. Es müssen keine Punkte ausgegeben werden, um sie zu kaufen.
Im späteren Verlauf der Hauptquest wirst du die Fähigkeiten freischalten, eine zweite Klasse zu wählen. Spoiler-Alarm, danke. Ich habe ja sowieso noch nichts. Ich gehe hier nur erstmal durch um, ne? Gut, das war fertig, danke. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Mini-Karte. Wie langweilig. Sie braucht einen besseren Namen. Wie wär's mit der... der Wandteppich der Welten. Oh, wir gehen auf Reisen. Ich konsultiere kurz den Wandteppich der Welten. Gott, woher habe ich nur all diese tollen Ideen? Das klingt aber sexy. Benutzen. Meins. Meins. Ich kann doch nicht mal zuhauen. Das ist ja bitter. Aber ich kann rennen und mein Controller kriegt Vibrationen ohne Ende, ey, ehrlich. Alles, was ich drücke, vibriert. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie ich mit der Steuerung klarkomme. Ich öffne mal ein paar Pferdekisten. Vielleicht finden wir da ja auch einen Ferdinand drinne. Hallo. Ist das eine Kiste? Nö, langweilig. Wir sind gleich da. Wir müssen uns trotzdem umgucken. Wer weiß, wann wir mal Geld brauchen. Ich hab's mir... ich hab's hier liegen. Ich habe die österreichische Version, deswegen sind hier so viele Berge. In der deutschen Version ist hier alles Plattland. Je nachdem, welche deutsche Version du gekauft hast. Wie noch niemals das Wort physisch aussprechen kann, ne? Schon bitter. Ja, das ist doch Rennen. Ah, wir rennen jetzt. Ich glaube, wir rennen. Oh, Schmetterling fangen. Dann nicht. Dann Beischlaf. Hier darf ich mich ja auch ein bisschen anders verhalten. Hier brauche ich nicht ganz so nett sein wie in anderen Spielen. Elden Ring zum Beispiel. Guckt euch Elden Ring an. Mein Weg ist blockiert. Was? Wo? Ich kann mich noch nicht so ganz an meine Stimme, ne? Hallo, Zero. Ihr erkennt einen königlichen Wegstein, der scheint euch zu rufen. Die Magie der Königin durchströmt euch über den Stein und gewährt euch die Macht der... Aura! Das ist die Kraft des magischen Sehens und Hörens. Königin Arschgaul! Sie führt uns durch unsere Quest! Tatsächlich führt eine Spur spektraler Hut. Ein umgestürzter Baum versperrt euch den Weg. Was macht ihr jetzt, hä? Ich wirke. Baum identifizieren. Diese Gattung nennt man Springus tutorialis und sie wächst lustigerweise nur in diesem einen Tal. Fasziniert. Okay, wir dürfen uns nicht zu schnell bewegen, sonst werden die... Wo muss ich denn lang? Arschgaul, wo bist du? Arschgaul. Oh, Pilze, geil. Kann ich die rauchen? Man raucht natürlich keine. Das Glitzern von geschliffenem Stahl an. Was ist das, Schätzchen? Blutdurst? Dann besorgen wir dir was zu trinken. Ich liebe Äxte. Toll zum Spalten, Hacken und zum gelegentlichen Herumhacken. Hier wird auf niemanden herumgehackt. Wir benehmen uns alle. Wir sehen in der Nähe eine überwucherte Höhlenöffnung, wenn es nur einen Weg hineingäbe. Hätten wir mal eine Axt. So ein Scheiß. Aber ich gucke mich natürlich erstmal um, weil ich auch einer bin, der sich umguckt. Hallo? Ja. Warum ist hier nichts in der Ecke? Kein Special Feature, nichts? Beischlafen Sie sich selber, Spiel. Eine kleine Pause zum Nachdenken kann nie schaden. Doch. Diese Lande sind in der Tat weitläufig und wundersam. Auch wenn die magischen Hufabdrücke durch die Höhle führen, kommt die Felsdecke dem Boden verdammt nahe. Ein wahrer Schicksalsbringer weiß, wann er zu stehen hat und wann er sich duckt. Quasi jetzt.
Es ist soweit. Genau davon hatte ich gesprochen. Jetzt ist Duckzeit. Ich kann auch teabaggen. Das ist das Einzige, was ich aus Shootern kann. Ja, trainier deine Pobacken. Und wenn du dich mit Anlauf duckst, schlitterst du rum wie ein cooler Actionheld. Heische Macht. Sah episch aus. Was gibt's hier? Schon wieder ein großes leeres Nichts. Ach, ist doch gemein. Wer markiert hier? Ich kann Kisten kaputt machen. Der unheimliche Wasserfall, der ist doch nicht unheimlich. Ein weiterer Wegstein weist euch den Weg. Aber um ihn zu erreichen, müsst ihr an einer Meute von zackenden Krabben vorbei. Ja, endlich ein Kampf. Töten wir sie. Alles klar, töten! Zwackend, sie sind so zwackend. Naja, warte, das ist ein Nahkampf. Meins. Bist du schon tot? Oh, du bist schon tot. Entschuldigung. Ich habe irgendwas gehört. Ihr habt die Krabben besiegt. Zum Glück für euch hatten sie ihre Ersparnisse dabei. Sie gehören jetzt euch. Hier unten haben wir wohl alles getötet. Wir sollten da hochklettern und den Hufabdrücken folgen. Weiß wo? Ach, wer weiß, wo er meint. Hier sind noch Kisten. Ist doch ungewöhnlich, dass das hier Nahkampf ist, wenn ich R3 drücke. Das ist so, ja. Aber gut, alles andere ist bestimmt für Schießen. Eins. Volle Gesundheit. Naja, aber natürlich, was habt ihr denn geglaubt? Dass ich Schaden bekomme? Also bitte bei meinem massiven Skill, den ich hier, ne, zutage bringe. Hä? Pferd? Komm schon, Pferd. Baue mich nicht hochziehen, ich hab Skill. Eine romantische Welt. Gucken wir uns natürlich um, ob wir irgendwo irgendwelche speziellen Geheimnisse finden, wie das hier. Oder die Höhle hier. Haha! Ja. Ja, Verbindung verloren, Verbindung verloren. Hauptsache, ich darf spielen. Oh, ich bin jetzt wieder verbunden. Ganz genau. Die Königin regiert die Wonderlands schon, seit ich noch eine kleine Spielerin war, so wie ihr jetzt. Sie hat eure Ankunft bereits erwartet und eine mächtige Waffe für euch dagelassen. Die Waffe von Schicksalsbringer. Muss ich eine Schusswaffe haben? Daumenfluch. Bolzen verursachen 3% Schaden für jeden Bolzen, der am Ziel haftet. Bolzen halten 5 Sekunden lang an Ziel. Wechsel zwischen 2 Schusshalfen und 4 Schusshalfen. Oh Gott, schießen. Das ist eine Knarre! Uralt, aber bestimmt immer noch tödlich. Was? Es gibt Knarren in einer Fantasy-Welt? Das ist Tinas Fantasy-Baby! Darüber bin ich auch nicht so begeistert, dass es Knarren gibt. Erhebt sich der Boden des Schreins unter euch. Von dort aus erblickt ihr ein malerisches Dorf im üppigen Busen des Tals. Aber dahinter lauert bedrohlich drohend eine dunkle, alte Burg. Burgig. Mein drittes und siebtes Auge können die Anwesenheit des Dragon Lords in dieser Burg von hier aus spüren. Mein siebtes Auge? Ich kann trotzdem noch Nahkampf machen. Ich muss nicht schießen. Wenn ich jetzt hier runterfalle, gibt es Fallschaden? Bestimmt nicht. Siehst du? Achso. Dankeschön. Danke, danke. Munition voll. Warte, das ist Nahkampf. Nichts passiert. Meins! Was? Lautstärke? Was war mit der Lautstärke? Was gibt's wegen Lautstärke?
Ist Ego-Perspektive. Ah, Ego-Perspektive ist nicht schlimm. Aber was ist denn wegen der Lautstärke? Hey. Schicksalsbringer, du wirst nie zum dunklen Herrn. Da sieht man mein Skill zu schießen. Lade nach. Los, brich ein paar Knochen, Schicksalsbringer. Nahkampf. Auf den Kopf. Oh, Entschuldigung, dein Bein. Ich kann auch schießen. Ich bin kein guter Schütze. Ich kann ein bisschen teabaggen. Nahkampf. 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 Sein Schicksal liegt jetzt in dunkleren Händen. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Wir sind nicht das hier. Wir sind nicht töten, entbeinen und wie einen Schiff gesagt. Heilige Scheiße, er könnte zum dunklen Herrn kommen. Ich muss mich sputen. Ja, ja, was auch immer das heißen mag. Da oben auf dem Turm ist eine Beutekiste. Holen wir uns die Beute. Ich bin Ribula, treuer Diener des Dragonlords. Verrate mir, wo sein Grab ist, oder ich mache ein Skelett aus dir. Ich weiß es nicht. Ich schwöre es auf den Diamantschweif der Königin. Lüge! Ich mach dich zum Skelett. Schwärmt aus, meine untoten Diener. Wir müssen unseren Herrn finden. Die Stimmen sind zu leise. Die Stimmen kann ich nicht lauter machen. Ist alles auf dem Maximum. Soundtechnisch ist alles auf dem Maximum. Aber ich kann alles andere runternehmen. Dann müsst ihr es, ne? Soundmodus. Vielleicht bringt das auch noch was. Ich kann alles andere runternehmen, dann müsst ihr nur von euch aus lauter machen. Im Nahkampf werde ich nicht weit kommen. Aber, ihr seht doch, wie ich schieße. Ich habe schusstechnisch auf der Konsole halt absolut gar kein Skill. Deswegen habe ich ja gehofft, dass ich mich irgendwann reinfinde. Aber ich habe Nahkampf, also brauche ich mich nicht reinfinden. Ihr werdet sehen, dass ich das ganze Spiel nur mit Nahkampf durchspiele. Danke für die Heilung. Upsa. Lade nach. Ich gehe mal auf 4 Schuss. Ist bestimmt besser. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, wo sollte ich hin? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, hier oben auf dem Turm. Ja, warte. Warte. Nahkampf. Ja gut, deswegen habe ich ja auch den niedrigsten Schwierigkeitsgrad genommen. Weil das sonst echt nicht meine Welt wäre. Aber macht ja nichts. Da ich allgemein sehr viel Skill habe, in allen. Was schreie ich euch in die Ohren? Quatsch. Warte, dann kann ich hier noch. Jetzt habe ich bei mir noch ein bisschen lauter gemacht, aber bald ist Ende. Außerdem wollt ihr ja auch eher meine Stimme hören als die andere Stimme, wa? Ich hätte Anlauf nehmen sollen, wa? Nein, Skill. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schutz. Ihr habt einen Schutz gefunden. Das ist ein magischer Schild für eure Gesundheit. Ziemlich cool. Das ist sehr cool. Tina Turner. Ist eigentlich schon voll. Alles schon voll. Jetzt waren wir ja überall. Gibt ja keinen Fallschaden. Oh oh, ein Steinschlag versperrt den Weg zum Dorf. Wir sind ruiniert. Alles ist verloren. Sehr heldenhaft. Tina, können wir die Steine in die Luft jagen? Tut mir leid, das geht nicht. Nicht ohne Sprengstoff! Ich sollte da nicht so hüpfen. Seht ihr mein Schussskill? Sieg! Ich hab die
Hoffnung nie aufgegeben. Vor dir hört ihr das Gebrüll von tosendem Feuer und das Klappern von Knochen. Wir wollen das Dorf retten. Habt ihr gesehen, wie ich schieße? Katastrophal schlecht. Ich gehe mal wieder auf 2. Das Dorf wurde längst zerstört und überall sind Skelette. Dann wollen wir das Dorf halt rächen. Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. Ich habe keine gute Steuerung. Mit meinem rechten Daumen kann ich nicht sehr gut steuern. Sieht man ja, ich ziele zu hoch, ich ziele zu niedrig. Nahkampf! Ich habe kein Skill. Aber lerne ich. Gerade nach. Ein vollmächtiges Skelett erhebt sich. All Badass! Oh, ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Ja, der ist genau reingelaufen. Was machst denn du da? Bisschen überfordert mit dem Springen oder was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der so ein bisschen. Ich glaube, der ist ein bisschen. Ja, ja! Eile der Finsternis entgegen! Action Skill freigeschaltet. Glückwunsch, du bist ein Level aufgestiegen. Damit hast du einen ersten Action Skill freigeschaltet. Um diesen ersten Skill einen Slot zuzuweisen, drücke die Taste und gehe ins Skillmenü. Hier kannst du auch deine Skillbäume überprüfen. Wenn du den Skill im Slot hast, kannst du ihn im Spiel mit R1 benutzen. Du erhältst bei jedem Levelaufstieg einen Skill und einen Heldenpunkt. Diese können im gleichen Skillmenü für Skillen und Heldenpunkte abgegradet. Ja, kriege ich hin, wäre nicht doof. Eine einzelne Dorfbewohnerin hat das Gemetzel überlebt, aber sie sieht ziemlich übel aus, als würde sie gleich sterben. Wir könnten ihr den Arsch retten. Was, stellen wir die Empfindlichkeit hoch? Kann ich nicht. Wenn ich jetzt noch da rum Empfindlichkeitel, ne? Achso, das ist jetzt das, was wir bekommen haben? Ja. Zauber Abklingzeit. Ja, gehe ich drauf. Zack. Und jetzt? Hab Teil an diesem Leid. Aua. Ha. Was ist denn hier so kalt? Mir friert hier alles. Okay. Okay, wir haben einen Skill, der uns die Hälfte an Leben kostet. Gefällt dir das Spiel bis jetzt? Ich spiele es seit nicht mal einer Stunde. Ich weiß es nicht. Vom Humor her, ja. Vom Schießen her, Schießen. Krieg ich die Axt? Danke. Hab ich hier alles schon. So, was ist das hier? Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Sagst du. Neue Schusswaffe. Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, kritische Chance. Ist das jetzt meine Waffe, die ich jetzt drin habe? Ich muss jetzt mal gucken hier. Mal selbst klarkommen. Wie wechsle ich denn meine Waffe? Da kann ich gar nichts drin haben. Merkt dir das? Was zum? Nein. Mach das weg. Siehst du das?
Ja, okay, cool. Ja. Genau das wollte ich. Bevor wir mit der Alten hier reden. Ah, das hier sind Eisfässer und die... Ah, und die frieren mir dann meine Nippel ab. Ach so. All die Toten und ich konnte sie nicht retten. Oh, cool, Loot. Tragisch. Tragisch, dass ich auch noch in deren Häuser einbreche und einfach alles mitnehme, was ich finde. Komm schon, Garifex. Du bist ein mächtiger Zauberer, der alle 20 Seiten der Welt gesehen hat. Du bist wie ein Blatt durch die wabernden Winde geflogen und hast die Bannworte an Hulgrens Pass gesprochen. Nur weil du dich in diesem anonymen Dorf zur Ruhe gesetzt hast, hast du noch längst nicht deine Magie verloren. Wenn du nur diesen Eiszauber meistern könntest, kommt der Rest vielleicht auch zurück. Also Waffe wechseln? Kann ich nicht. Ich kann hier auf 2 Schuss und 4 Schuss gehen, aber mehr nicht. Vielleicht lernen wir das noch. Wir lernen es bestimmt noch. Da hinten ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, da ist nichts. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da nichts ist. Da sind noch ein paar Saves. Die nehme ich safe mit. Habe ich das Geld? Ja. Ich hätte gerne noch einen Gesundheitsböpsel oder sowas. Danke, Gesundheitsböpsel gefunden. Danke, cool, danke. Hi. Na? Wiederbeleben. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast, Fremdling. Wie kann ich dir nur danken? Ich benötige keine Bezahlung. Ich versuche, die Rückkehr des Dragon Lords zu verhindern. Dreieck, oh ja, du bist ein Schicksalsbringer. Ich wusste, die Königin schickt uns einen Helden. Das Grab ist in der Gruft unterhalb von Burg Peinstein. Du musst dich sputen, sonst finden es seine Schergen zuerst. Das Grab liegt in einer Gruft? Das perfekte Versteck. Möge die Gunst der Königin auf deiner edlen Quest mit dir sein. Was? Ja. Jetzt bist du... Mein Bauernarsch bringt mich um. Ich kann gleich mal deinen Bauern... Ich habe viel gelernt und bin noch nicht mal ansatzweise damit fertig. Bauernarsch? Ich check den mal ganz kurz aus. Ja, das ist definitiv... Das ist alles so wunderschön. Ja. Ich kann mich kaum entscheiden. Und doch... Und doch gehen wir lieber wieder weg, weil der Bauernarsch, ne, kam sonst was raus. Ich glaube, mit der Waffe bin ich glücklicher. Ich weiß es nicht, je nachdem, wie sie hochzieht. Aber schön, mit Dreieck konnte man wechseln. Also danke, Hubi. Okay. Die Ruine von Burg Peinstein liegt jenseits. Also, da drüben auf Fantastisch, Baby. Ich spüre die Präsenz des Dragon Lords. Sein Grab ist irgendwo unter diesen Ruinen. Findet ihn, meine treuen Skelette? Halt. Ich dachte, wir hätten den Dragon Lord schon besiegt. Was? Das ist Ewigkeiten her. Weil er ein Nekromant ist, ist es echt schwer, ihn endgültig zu töten. Nach dem Kampf gegen ihn hat Arschgau seinen knochigen Arsch für Jahrhunderte in einem staubigen Grab eingeschlossen. Ich will nicht auf einer Spinne reiten. Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig ist. Muss man nachladen. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Beweg dich da oben bitte nicht. Ich muss selbst gucken. Ich wackel schon so irgendwie. Ganz massiv. Gut, dass ich so ein extrem... Ich gehe immer näher ran, dann kann ich besser zuschlagen. Geh weg. Wer? Seht ihr, Nahkampf ist auch gut. Oh, dieses Wackel dieser Waffe, der ist aber auch ein bisschen massiv, oder? Kannst du nicht mal versuchen zu nicht atmen? Der Wissenschaft!
habe Tod. Will ich die kaputt machen? Nö. Eine bröselige alte Ruine. Niemand schreitet mehr durch ihre Hand. Bewegt euch nicht so. Niemand lebendig. Die bewegen sich viel zu schnell. Dafür aber Skelette? Ganz genau. Du verstehst, worauf ich hinaus will. Die rennen. Ich will nicht, dass ich... Mussten sich die Gegner bewegen? Kann ich irgendwo einstellen, dass sich die Gegner nicht bewegen? Ich meine, ich bin schon froh, dass wir auf einfach spielen. Ich werde auch niemals wechseln. Das war früher viel angenehmer mit dem Steuerkreuz. Ach ja. Fand ich auch immer bei Need for Speed. Mit dem Steuerkreuz konnte ich viel besser fahren als mit den Analogsticks. Mit den Analogsticks kann ich sowas. Ich kann. Da hat das echt bei mir aufgehört mit allen. Und da ich echt nicht so einer bin, der auf der Konsole viel Ego-Shooter spielt, eigentlich gar keinen, bin ich da sehr. Ja. Siehe Beweisstück A. Also, kannst sagen, was du willst, Munition kriegst du aber genügend. Ich kann hier mich so dumm stellen, wie ich will, Munition kriegen wir immer. Wir werden immer genügend Munition haben. Alter, scheiße, eklig, Gemüse. Wir werden immer und immer genügend Munition haben. Gefühlt. Oder weil es das Tutorial-Gebiet ist, haben wir so viel Munition. Aber schwimmen können wir, ne? Ja, gut. Ich komme erstmal ein Wasserfallgeheimnis. Warte, jetzt könnt ihr. Hier ist wirklich ein Wasserfallgeheimnis. Was? Das Wackeln der Waffe konnte man in Borderlands immer über Skill minimieren. Schlecht, schlecht, schlecht. Noch eine Schusswaffe. Oh, die ist cool. Die passt zu mir als Todestyp. Wieder Waffen, ey. Oh, guck mal, eine grüne Waffe. Weiß ich nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme die grüne. Achso, ich kann ja auch einfach alle mitnehmen, wa? Wie wäre es, wenn ich einfach alle mitnehme? Vielleicht muss ich mich ja gar nicht entscheiden. So, hier im Schlummerland sind aber noch zwei Glückswürfel. Der wird nicht da unten sein. Die jetzt ausgerüstet, die andere Waffe? Auch ich habe noch gar nicht den Slot dafür. Ich mag jetzt schon diese Waffe hier, weil, ne, da. Darf ich da rein? Nö. Keine Erlaubnis. Stecken hier diese Kisten so hin? Gut, Gesundheit sind wir voll, Schild sind wir voll, eigentlich sind wir massiv voll. Ich wüsste nicht, was wir hier noch finden sollten, was uns gebrauchen könnte. Wenn wir nicht irgendwo wieder so einen Würfel der Würfeligkeit finden. Mal alles nehmen. Ja, ich dachte, ich musste mich irgendwie entscheiden. Ich weiß auch nicht, warum ich das dachte. Okay, hier gibt es zum Glück kein Patches im Game. Dieses Game hat noch keinen Patch, deswegen gibt es kein Patches. Das brauche ich halt. Geld. Bevor wir zum Schrein gehen, gehen wir natürlich hier. Oh, was steht da auf eurem Pergament? Wahrlich, es ist ein Gedicht. Hey. Der Autor wäre sicher froh, es zurückzubekommen. Hm, bestimmt. Kohlen im Feuer, Mäntel am Haken, Wein für die Gäste. Schenkt ein mit den Armen. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Will ich das? Die Frage ist, will ich das? Wenn man mehr als eine Schusswaffe hat, kann man wechseln. So bleibt es bekannt. Wie Currywurst. Also, Tina, darf ich nach dieser Quest der Bunkermaster sein? Ich habe eine Idee für eine Kampagne. Es geht um Orks und ums Küssen. Nee, lass mal. Nochmals nein. Tina spielt nicht mehr, klar? Aber keine Sorge. Ich habe noch megatonnenweise Quests und Nebenquests im Petto. Wir dürfen alles nehmen. Nicht vergessen.
Was, die darf ich nicht haben? Warum nicht? Verlangsam Feinde. Aber darf ich nicht haben, oder was? Weil er so ein X ist, oder wie? Eineinhalb und dreifach Zoom. Oh, nee, bitte lass nicht, ne? Aber tragen kann ich die doch, oder? Ja, danach. Vielleicht ist das besser, aber na, ich glaube, ich gehe auf Vollautomatik, da ich auch immer. Schön, dass die Waffe den halben Bildschirm einnimmt. Gefühlt. Ich bin ein Pferd. Bin ich völlig fertig mit. Achso, das. Was? Eklig. Steine. So, wollt ihr wieder Skill sehen? Ist jemand wild? Steig hinab in die Finsternis! Muss zuhauen! Ich bin ein Spreit, mein Untot vor meinen Augen. Muss nachladen! Ich mag das nicht, wenn sie sich bewegen. Aber Nahkampf geht ja auch ganz gut. Bis jetzt. Vom Loot her ist Borderlands das Diablo unter den Shootern. Also jede Menge Unrat. Oh, sag mir nicht, ich gehe jetzt bis jetzt davon aus, dass wir unendlich Muni haben, oder? Unendlich Inventarplatz, oder? Das wäre schlimm, wenn nicht. Ich muss noch ein paar Pferdetruhen öffnen. Assault. Ich kenne mich auch noch nicht mal mehr mit Waffen aus. Was? Kein Skill? Ich brauche sowieso kein Skill, weil ich habe ja sowieso immer Skill. Dadurch, dass ich immer mit allen und jeden Skill habe, brauche ich kein Skill. Was ist das hier? Ah, ein... Okay. Skill! Habt ihr gesehen? Schon 3 von 4. Ist noch was runtergefallen, oder nicht? Nicht? Ist was runtergefallen, hab ich doch gesehen. Mobb mich nicht. Oh cool, endlich wieder eine Schatzkiste. Ja, wenn wir erstmal verkaufen können, dann ist ja auch alles besser. Da ist noch was. Nehmen wir mit. Kann ich verkaufen. Gesundheit habe ich. Endlich wieder Kisten. Oh, stell dir mal vor, wir hätten jetzt hier keine 1.637.624 Kisten. Voll mit Munition. Der Grabmund der Erde an deinem Fleisch. Lade nach. Nam. Der Thronsaal von Burg Peinstein ist staubig und verdammt heruntergekommen. Die letzte der Peinblutlinie sitzt auf ihrem alten Thron. Ihre Knochen halten ein staubiges Zauberbuch, als würde sie auf ein Schicksal warten, das sich nie ereignete. Also, dieser Ort ist echt mega düster. Ich liebe es. Schnapp dir das Zauberbuch. Nein. Warum sollte ich? Ich brauche kein Zauberbuch. Was bin ich, Magi? Oh, warte. Hoppa. Habt ihr gesehen, Alter? Den Skill? Mist. Irgendwas muss es doch bringen, dass ich jetzt hier oben bin, oder? Warte. Kronleuchter-Jump! Ach, Mann. Irgendwas muss es doch bringen, dass ich da oben bin. Oh, endlich wieder Munition. Wort knapp. Und nachher heult er darum. Ich sollte mir erstmal das Inventar angucken. Nein. Nein. Verdammt, 16 von 36. Ugh. Mann, ich will volles Inventar haben, so ein Schmuck.
Ich habe auch nichts davon, ne? Ich habe... Schnell, Muni. Oh. Oh, endlich. Oh, es war knapp. Oh. Oh, Muni. Oh. So, normalerweise versteckt man immer was hinterm Thron, aber das Spiel ist wohl nicht so. Magie, meine Muse. Wie habe ich dich vermisst? Mit dem Zauberbuch ausgestattet, beherrscht ihr jetzt den Festzauberlerin. Beweg dich bitte nicht. Eiszauber sind besonders stark gegen Untote. Sie haben kein fettiges Fleisch, um sich zu wärmen. So, wie kommen wir jetzt in die Gruft hinein? Bitte beweg dich nicht. Doch irgendwo ein Eingang sein. Oh, dieses Wackel der Waffe, ne? Das Schicksal hat eine weitere Seite gezupft. Okay, wir haben einen versteckten Eingang jetzt, oder was? Die Bodenbretter des Thronsaals wirken vermodert und morsch. Oh Gott, guck mal, wie sich das wackelt, ey. Da krieg ich eine Macke bei. Immun. Ach, du bist auch immun. Muss ich auch noch hochklettern. Aber danke für den Hardcore-Spoiler. Schmetterzeit. Das hätte vorhin auch schon funktioniert. Hallo? Aua. 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 Oh Gott, ich kann nicht mal mehr rutschen. Hi. Unter der Burg hinabstürzt. Sie riecht nach altem Gemäuer und noch älteren Geheimnissen. Ist doch eine Falle. Sorry, Mann, ich hab Elden Ring gespielt und Dark Souls und so ein Schmock. Eine Herzogin zu sein ist scheiße. Meine Diener sind scheiße. Und Prophezeiungen? Ich scheiß drauf. Ganz genau, weil sie scheiße sind. Meine Familie folgt seit 6 Generationen dieser blöden Prophezeiung. Die Pines müssen über diese Lande wachen, sonst erhebt sich das große Böse erneut. Weißt du was? Diese Lande sind scheiße. Mir reicht's. Nur noch eine Mahlzeit und ich ziehe in die Hauptstadt. Hm, das Essen ist aber echt gut. Wachen! Holt mein Vorkoster! Sagt ihm, dass er scheiße ist! Mann, ist die Anti, Alter. Die ist ja maximal Anti, ey. Ihr hört ein lautes Grollen und schallendes Gelächter überall um euch herum. Endlich wieder Loot. Unheilvoll. Ganz wieder heim. Ich hab's gefunden. Ein Grab in einer Gruft. Das perfekte Versteck. Ich komme, mein dunkler Herr. Er wird den Dragonlord wiedererwecken. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir müssen da irgendwie rein. Oh, ihr Helden, dein Blut zum Kochen. Natürlich. Ach, deswegen treffe ich so gut, weil die Waffen da nebeneinander schießen. Wie gut ich das mache. Ich bin nur ein bisschen sehr konzentriert. Brauchen Muni, wir haben keine mehr. Gibt es sowas wie Auto-Aim oder so? Frag für einen Freund. Ja, der ist ja tot. Aber bis jetzt komme ich sehr gut durch. Ich muss sagen, ich bin sehr gut. Ich bin massiv skillvoll und muss sagen, dass ich auf einfach sehr gut durchkomme. Muss ich einfach mal so sagen, auf einfach komme ich einfach gut durch. Ihr spürt seine Magie in eurer Brust, in eurem Verstand, in eurer Seele. Sie fragt, wer bist du? Schicksal soll ich bringen. Das war eine kluge Antwort, Baby! Die geschnitzte Tür zum Grab des Dragonlords zerbröckelt. Das Wiedererweckungsritual. Da lag Geld, musste ich haben.
Ist in Ordnung. Erwecke wieder. Ich guck schnell hier hinten hin. Aber wir brauchen garantiert noch Munition, die ich, nicht brauche. Drüben ist noch eine Kiste. Eine Kiste von unschätzbarem Wert. Voller, unschätzbar vieler Munition. Krass. Krass, Alter. So viel Munition. Ja, endlich. Munition. Puh. Ich hätte für einen kurzen Moment Angst, dass wir keine Munition mehr finden. Letzter Würfel. Das ist mal ein Glückswürfel. Meins, meins. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Bis das denn irgendwann... Was? Wasser mit Birnengeschmack? Ich mag nicht mal mehr Birnen. Birnen sind einfach die Ananasse unter den Obst. Und niemand mag Ananas. Einer der ergebensten Untoten des Dragonlords erhebt sich vor euch. Es ist Ribola! Initiative drauf! Er hat sich sehr viel Mühe gegeben damit. Erzittere vor Ribola! Ich erzittere nicht. Ich erzittere! Triff ihm in den Arsch, Neuling! Ich sollte vielleicht aus diesen Dingern rausgehen, ne? Ich sag's ja nur. Steuerungslegasthenie. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Ich kann doch nicht so ausweichen und irgendwie ist hier überall Blitzdings. Weg, du Bauer. Ja, easy. Es ist noch Zeit. Ihr könnt den Dragonlord noch wegsperren, bevor er entfleucht. Ja, warte, lass mich erstmal looten. Da war easy, wa? Alter, Finne. Bin ich aber gestorben. Ich muss schon sagen, ich bin voll oder? Nimm das mal mit. Mag Birnen total. Nein. Magst du nicht. Das war aber easy. Ananas, ich mag. Niemand mag Ananas. Ananas ist ein Objekt. Ne? Das meistgehasste Objekt. Das war aber ganz schön knapp, ne? Kannst du sagen, was du willst. Was habe ich denn da jetzt bekommen für einen Schmuck? Da unten haben wir irgendwas. Warte, Vorsicht, Steuerungslegasthenie. Ich weiß noch gar nicht, wie man ausweist. Ist lange Schutz aufgebaut, ist Bewegung. Kann ich die Dinger überhaupt tragen? Warte halt. Sollte ich ja das eigentlich machen? Das macht mehr... Halt! Oh. Ja, warte, Dragonlord, ist gleich soweit. Chill mal deine Geschmeidigkeit. Zauberabklingzeit. Ich dachte bis jetzt, ne? Gefährten-Respawn wird erhöht. Ich habe keinen Gefährten. Wo ist mein Gefährte eigentlich?
Deswegen mache ich erstmal das hier. Maximale Gesundheit. Statusschaden. Weil wir ja bestimmt irgendwie mit Statusschaden arbeiten. Wo kriege ich denn eigentlich meinen Gefährten her? Frag für einen Freund.de. Kommt bestimmt noch. Wir sind ja noch am Anfang. So, Dragon Lord. Komm schon, der Schicksalsbringer besiegt den Bösewicht nicht in der ersten Mission. Dennoch, du bist stärker als deine Vorgänger. Erstaunlich. Erstaunlich. Man sieht sich immer zweimal, Schicksalsbringer. Doch erstmal muss ich einer alten, glitzernden Freundin einen Besuch abstatten. Auf Wiedersehen. Wen, deine Mom? Verdammt. Er ist entkommen. Wir müssen ihn verfolgen. Ich will diese Bossbeute. Ich laufe. Pumpgun. Irgendwie sowas. Auch eng. Lila. Aber es geht alles runter. Abklingzeit, kritische Schranks. Ich rüste das aber aus. So. Ich müsste mal mehr Zauber einsetzen, so als, naja, Zauberer. Meins? Die Reise unseres Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voll Feuer und Träumen von Drachen und Magie. Sie kann nur auf eine Art enden. Mit der endgültigen Niederlage des Bösen. Trotz eurer heroischen Anstrengungen ist der Dragonlord entkommen! Moment mal, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Glitzernd? Freundin? Ich weiß, wo er hin ist. Er hat es auf Königin Arschgaul abgesehen. Um Königin Arschgaul über die Flucht des Dragonlords zu unterrichten, müsst ihr quer durch die Wonderlands zur Hauptstadt Prachthuf reisen. Ich habe eine Questbelohnung erhalten. Er will doch nicht Arschgaul etwas antun, oder? Ist alles besser. Feuerrate geht runter und Magazingröße. Aber sonst? Aber verlangsamt Feinde. Ich finde meine Waffe eigentlich schöner damit irgendwie. Also bei Borderlands ist es wichtig. Ach. Glaube ich nicht. Die! Level mich auf, indem ich die töte. Und schlafe zu dem Wiegengesang aus Stahl. Ich level auf, indem ich mich hier mit... Wo ist sie jetzt hin? Gib jeweils 3 EP, nehme ich mit. Nee. Hallo? I hearing Bewegung, but I don't see Bewegung. Was, welch, was, ein durchgeknallter Sänger? Was für ein Sänger? Level. Komm her. Mach dich fertig. Das sieht nach dem Tod aus.
Endlich wieder Munition. Hoppa. Endlich wieder raus aus der Gruft, ey. Das kam mir ja schon fast tödlich vor da drinne. Oberwelt. Alles klar, Oberwelt, ich komme. Achso. Das ist Andreas, Markus. Oh Gott, das klingt schon wieder nach so einem Ballermann. Nee, lass mal. Jetzt sind wir richtig drinne. Auch wenn das jetzt gerade sehr leise war. Willkommen in der Oberwelt. Du befindest dich nun auf Tinas lebensechtem Rollenspielplan, voller neuer Bereiche, Aktivitäten, Quests und gefährlichen Kämpfen. Während du versuchst, heroisch den Drachen dort zu besiegen, solltest du dich auch überall gut umsehen. Du wirst Erfahrung und mächtige Ausrüstung brauchen, um für die kommende Herausforderung gewappnet zu sein. Dein Weg mag manchmal versperrt sein, doch du kannst in den Wonderlands freundliche Personen kennenlernen, die dir auf deinen Reisen helfen. Okay, das sind wir. Okay. Da komme ich nicht hin. Ich habe nichts. Ich komme nicht mit dahin. Okay. Schlummertal. 100%! Alter, wir haben 100% im Schlummertal gemacht. Okay, wie cool, aber eigentlich mit dieser... Mit, oh, ne? Die Straße nach Prachthof ist gesperrt. Schätze, ihr müsst durch dieses hohe Gras. Nein, niemals. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur weil du die Spielemacherin bist, heißt das nicht, dass du mir was zu sagen hast. Ich gehe jetzt in den Fluss aus. Tot. Toll, von der Oberwelt gestürzt. War ein Erfolg. Cool. Hat sie aber schön aufgebaut, muss ich sagen. Ein Zufallsbegegnung. Ha! Zufallsbegegnung. Man weiß nie, was im hohen Gras lauert. Hüte dich vor Feinden oder Pokémon in der Oberwelt. Sobald du einen berührst, startest du einen Kampf. Wenn du in einen Zufallskampf siegst, erhältst du EEP und kannst das Pokémon fangen. Es ist noch Zeit, sich einem guten Banditenclan anzuschließen. Wir nehmen Bewerbungen entgegen, falls du Interesse hast. Nö. Bereit machen zum Kampf. Und jetzt einfach so Kampf. Okay, das hat eigentlich Stil. Das hat eigentlich Stil. Eigentlich. Das sind meine Feinde. Geh schnell in das finstere Jenseits. Hör auf, dich zu bewegen! Hör auf, dich zu bewegen, du Wurst! Aua, hat die mich getreten? Nice. Gefällt mir. Warte, wir können ja mal Fähigkeit machen. Ist jetzt Ende? Irgendwie schon. Irgendwie hat es hier Ende gemacht. Meins. Und ein Sniper. Sah zumindest so aus. Meins. Ja, wer schießt denn hier noch? Du! Kampf bestanden. War das der Obermacker? Das war, glaube ich, der Obermacker. Was die, bei einem Song singt Bela B. mit. Oh Gott, Bela B. kenne ich sogar noch. Von den Ärzten. So, ich suche Munition. Jetzt fängt es schon an, weißt du? Jetzt fängt er schon an, Munition zu suchen. Warum kann ich schon zocken? Weil ich es in Österreich bestellt habe. Ist das eine Blitzfalle gewesen? Gibt es hier keine Muni? Wie soll ich denn überleben? Wie soll ich denn überleben, wenn ich nicht alle 2 Sekunden Munition finde in Wert von 5000
Munition. Gibt's aber auch wirklich nichts, ne? Cool. Da ist noch ein bisschen was. Ich sammle einfach alles auf. Und dann gehen wir zurück. Danke. Bewegungsgeschwindigkeit. Kritische Trefferchance, Angriffsgeschwindigkeit, Nahkampfschaden. Aber ist besser als meine Waffe von Schaden her, also so. Daumenfluch. Naja. Ist nicht gerade die interessanteste Waffe. Ich mag meine Waffe, die wir jetzt da haben. Die mag ich eigentlich, weil die kann schießen. Nicht so wie die anderen. Hallo, Oberwelt. I'll be back. Oh, geil, Erdnussflips. Ich habe überall auf der Oberwelt Abkürzungen für euch platziert. Ihr müsst einfach nur draufhauen. Ach, dann kann ich ja bestimmt da auch draufhauen, wa? Alles klar. Dann gehe ich mir jetzt erstmal den Würfel holen. Glanzvoll, Baby! Sonst nix. Durch den Würfel mit dem Glückswürfel habe ich mein Beuteglück erhöht. Für ewig? Abkürzung freigelegt. Es gibt jede Menge versteckte Goodies und Verliese, die man freihauen kann. Oh Mann, das tut so gut. Ich bin ja so froh, dass ihr hier seid, um Spiele zu spielen und meine Freunde zu sein. Davor war ich eine Ewigkeit allein in dieser Höhle mit diesen Häschen und einem Berg von Barschmalten Frühstücksflocken. Oh, Tina, warst du einsam? Was? Nein, du bist einsam. Ich hab Freunde, jede Menge sogar. Die heißen Rattenschaft-Häschen an. Der hier heißt Dimitri Hoppel, die Hoppolos, und das ist seine Sippschaft von außerhalb. Und warum ticken sie? Ich bin ja so froh, dass du fragst. Sie sind nämlich auch Bomben. Klasse. Freut mich, dich kennenzulernen, Dimitri. Die klingt ein bisschen wie Bobs Burger, Tina. Wie das an, Mädel? Da ist eine Brücke. Da könntest du sowas von eine runterhauen und drüber laufen. Echt cool. Ja, aber erst wenn ich auf der anderen Seite bin. Ich bin auch ein Saiyajin, hä? Oh, da braucht jemand Hilfe. Wir sind natürlich so weit und gehen erstmal dran was vorbei. Was ist das? Wer bist du? Stehst du jetzt hinter mir? Tschüss. Aber ich glaube, wir nehmen mal den Quest an. Das ist doch garantiert ein Quest. Die ganze Gegend ist von Schreinruinen übersät. Auch wenn die Erbauer schon längst vergessen und ihre magischen Kristalle in alle Winde verstreut sind, könnte dich wer oder was auch immer dort verehrt wird, belohnen, wenn du seinen alten Glanz wiederherstellst. Dieser Schrein ist der Göttin Monete geweiht, der Schutzheiligen des Bargeldes. Hey, hey, willst du reich werden? Dieser Typ hat einen messerscharfen Verstand. Also hat er vielleicht einen hieb- und stichfesten Tipp für dich. Der Schrein hinter meinem gut geschützten und vor allem nicht angestochenen Rücken ist für einen alten Gott, der aus der Mode gekommen ist. Ich schätze, wenn wir alle Teile zusammensetzen, gibt es eine tolle Belohnung. Aus Gold. Ich habe bereits ein Teil gefunden und ich weiß, wo noch eins ist. Wenn du es für mich besorgst, können wir die Belohnung teilen. Ich achte auf deinen Rücken. Deinen schutzlosen, abstechbaren Rücken. Wenn jemand von vorne auf dich zukommt wie ein Idiot, klatsch ihm eine. Das ist eine hieb- und stichfeste Taktik. Man weiß nie, wer einem irgendwann den Rücken punktiert. Es ist meist die Person, mit der du am wenigsten rechnest. Du im übertragenen Sinne, nicht du persönlich. Dein Rücken ist bestimmt nicht in Gefahr. Messerstecher. Schrein von Monete. Okay, wir sollen... Das andere Ding haben wir ja schon gefunden da drüben. Deswegen betrete ich mal diesen Dungeon, da kommen wir bestimmt auf der anderen Seite wieder raus. Ihr werdet jetzt wieder abgrundtiefen Skill sehen. Oh, ihr Helden, bringt mein Blut zu
weiß noch nicht mal, wer mich angreift. Ach, da. Was ist das? Das ist ein Hüpfer. Sag ich doch. Du bist bereits tot. Du weißt es nicht. So endet eine winzige Rolle in diesem großen Stück. Mit diesen Waffen hochziehen, da bin ich echt überfordert. Sei nicht, geh vorwärts, dann geht's. Ich werde dich töten, entbeinen und wie eine Tonne. Ah, die Blutflut steigt. Sei verflucht, sei auf ewig verflucht. Was flucht? Wer flucht? Ich glaube, wir haben's. Sah gut aus. Ist der Ton tot? Oh, der ist schon tot. Entschuldigung. Wie viele gibt's denn hier? Bestanden. Gibt's, war das eine Zeit? War da irgendwie eine Zeit oder sowas? Oder bin ich jetzt falsch? Ich muss sagen, ich bin voll. Die sind da zerklatscht, junge Frau. Gibt's hier noch was? Da gibt's einen Hüpfer, aber Kisten mit Munition. Ich habe das Gefühl, dass es in diesen Dungeon nie Kisten mit Munition gibt. Hier gibt es nur jede Menge Pilze, die ich mir einfangen kann. Meins. Ja, ich bin voll. Wie kann ich denn jetzt schon voll in meinem Inventar sein? Ist doch Mobbing. Ja, wenn ich voll bin, dann brauche ich auch hier gar nicht mehr sammeln. Höchst effektiv gegen Rüstung. Verlangsamt Feinde habe ich eigentlich immer gerne. Selbstzauber, Zauber wird auf Anwender gewirkt. Magazingröße, Schaden, Feuerrate, Handhabung. Ich mag meine Waffe eigentlich. Eigentlich mag ich meine Waffe. Oh yeah. Okay, keine Zufallsbegegnung mit einem Pokémon. Da ist schon mal was. Kannst Sachen aus deinem Inventar rauswerfen. Ja, aber da war nichts Interessantes bei. Da oben komme ich nicht. Oh, Zufallsbegegnung. Meine Spezialfähigkeit habe ich gerade herausgefunden. Das da. Wer? Ach, da! Ich prügel sie einfach. Wie es sich gehört. Wo denn? Ach, ihr versteckt euch aber auch. Hey. Das. Wo ist denn? Wo ist denn der andere? Ach da! Oh, da bist du klein. Werd doch mal größer, Junge.
Legt euch nicht mit mir an. Alter, ist hier was los. Naja, meine Fähigkeit. Kampf abgeschlossen. Okay, okay, okay. Ich find's gut, dass wir den Totenbeschwörer genommen haben. Der heilt mich nämlich, sobald ich kurz vorm Tod bin. Oh Gott, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Der heilt mich, Gott sei Dank, wenn ich kurz vorm Tod bin, der Totenbeschwörer. Gut, dass wir den genommen haben. Oder der Grab. Wie haben die den genannt? Grabmagar? Grab nicht so an mir rum. Meins. Nö. 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 Ich sterbe nie. Ich kann gar nicht sterben, weil ich Totenbeschwörer bin. Dadurch habe ich immer den Bonus, dass ich geheilt werde. Wenn ich kurz vorm Tod bin. Weil ich so maximal überfordert mit der Gesamtsituation bin. Ich glaube, wir können wieder raus. Munition haben wir ein bisschen gesammelt. Okay, wir können Eishydras herstellen und ich hätte gerne meinen Begleiter mal. Aber doch super zum Leveln benutzt. Wenn ich da drauf haue, habe ich denn einen Kampfvorteil? Verschwinde. Achso, wenn ich den in eine reinhaue, dann brauche ich den Kampf nicht machen, oder was? Okay. Wenn ich da drauf haue, brauche ich den Kampf nicht machen. Betreten brauchen wir nicht, also gehen wir außen rum. Innen rum. Da lang, also richtig lang. Traue ihn nicht. Ich habe das Gefühl, dass er mich abstechen will. Okay, noch ein so ein Teil. Und dann haben wir es geschafft. Tor der Könige. Wer wird denn heutzutage? Okay. Ist egal. Du siehst ein Schreinteil. Ich bin spritzig begeistert. Muss ich sowas machen wie Tor der Königin? Ist das schon Pflicht? Oder ist das eher so erstmal beim Hauptding bleiben? So, komm her, lass kämpfen. Jetzt sind wir auch bald Level Up. Verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Ich habe schlimmere als dich getötet. Sogar heute schon. Die hyperaktiven Bogenschützen, ne? Okay, wir müssen die Umgebung für uns nutzen. Aber bei mir beim ersten Mal auch gesagt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber was passiert, wenn wir sterben? Naja, hauptsächlich bist du dann aus dem Spiel raus und respawnst. Nicht da hinten so ab, Mensch. Kampf bestanden. Ich weiß nicht, der
Andere Badass, da durfte ich nicht. Sind wir Level Up? Oh, wir sind Level Up. Deswegen dieser Spruch, wir müssen echt mal verkaufen. Ladegeschwindigkeit. Nee, lieber das. Da kriegen wir das Siegel der Hydra mit. Das ist die Fähigkeit, die wir da die ganze Zeit benutzen, ne? Oder? Und wenn ich das mache, habe ich noch Hydras. Wieder aufgeladen. Dann habe ich noch Hydras, die dabei sind und schießen. Aua. Schießt ihr auf mich? Schießt ihr Munition raus? Und die Munition fallen lassen? Munition geht uns sowieso gut. Ah, wir sind Level Up. Da gehe ich gleich erstmal leveln. Da darf ich noch nicht. Mach wieder hier. Bis jetzt, ne? Zauberabklingzeit nehme ich auch mit. Und wir folgen erstmal weiter dem Weg. Verdammte Baum. Ihre funkelnde Majestät, Königin Arschgaul, hat die Wonderlands lange mit der Seelenmagie beschützt, mit der sie das Land selbst tränkte. So eine wichtige Aufgabe erfordert einen angemessenen Schutz, wie die schrecklichen Vorkommnisse in der Drachenfeste gezeigt haben. Und so suchte die Königin sich eine neue ummauerte Stadt, um ihr Reich zu regieren. Prachthof, der Sitz des Adamantthrons. Es wird ja wohl nicht das hier sein. Geschafft. Jetzt geh da rein und sichere den Ort. Auch wenn dich das an den Rand des Todes bringt und absolut verwundbar macht. Toll. Was ist das? Ist das eine Falle? Oh, ihr Helden bringt mein Blut zum Kochen. Das ganze Fleisch macht mich nur zu einem saftigeren Ziel. Ich werde dein Gehirn fressen. Aber ich kann dich nicht kleiden. Zu Boden! Konzentriere mich. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Das hier gucken. Du hast keine Chance gegen uns. Wir sind nämlich knochenhart. Was? Zeit verlangsamen oder was? Ah, okay. Das kapier ich nicht. Lade nach. Mein Gott, ist hier was los. Ah, ein glitzernder Schatz. Schon bald wirst du zu uns gehören. Drop Attack. Meine Knochen. Meine spröden Knochen. Aua, wer? Es gibt noch so viel zu lernen. Zum Beispiel, wie man spielt? Nee, das glaube ich nicht. Wie man zielt, das kann natürlich eher sein. Was jetzt? Achso, weil ich es geschafft habe. Okay. Ich selbst erstmal gucken, was hier abgeht. Ich habe immer das Gefühl, dass wir nur eine gewisse Menge. Heroische Statue-Pose. Inventar voll. Muss ich das denn. Hä, muss ich das? Muss ich das benutzen?
Ah. Okay. Wir haben jede Menge Mist dabei, ne? Dieses Grau lege ich mal jetzt alles ab. Weil Grau ist Low-Level-Material. So. So, das müssen wir dann auch wieder benutzen. Dann haben wir das irgendwo drinne, wo auch immer das drinne ist. Aber irgendwo ist es drinne und nicht mehr in unserem Inventar. Nichts passiert. Was? Minako, wie kannst du denn einschlafen? Minako findet uns so langweilig hier, dass sie einpennt. Das ist natürlich eine bittere Kiste, aber gewohnt bei ihr. In ihrem Alter ist es halt auch normal, dass man einschläft. Aber gute Nacht, Minako. Viel Spaß morgen. Unten ist noch was Goldenes. Geld. Krassen Scheiß, bitte. Okay. Schwört Hydra, verlangsamt Feinde, hält 10 Sekunden. Ich nehme es einfach mal mit. Ist grün. Mit denen, die bereits verloren waren. Ich werde dich für dein Gehirn weinen und wie eine Foto tragen. Weg von mir, Fleischsack. Du bist so. Hey, wie geht's? Bleib mal hier oben, ne? Auch wenn ich nicht weiß, wo ich. Ach, verdammt! Sich der Grabmund der Erde an deinem Fleisch. Eine kleine Pause zum Nachdenken kann nie schaden. Ich hab Badass besiegt. Du hast alles fertig. Und lebst noch? Schnapp dir das Schreinteil und bring's zu mir. Schreinteil? Ach da, das Schreinteil. Irgendein Schwert. Was, bin um 2 Uhr wach? Das Einfachste war eigentlich, da stehen zu bleiben, ne? Nur mal so. Munition ist bei uns auch voll, Leben ist voll, alles ist voll, uns geht's gut, also eigentlich. Ich mag meine Waffe. Grün sammle ich auf, grau bleibt in der Mülltonne. Und das letzte Schrein... Was siehst du da? Das ist ein Schreinteil! Das ist voll geil, okay, das Schreinteil. Der Kerl will uns doch 100 pro umbringen, oder? Ja. 100 pro. Der will uns buchstäblich Messerstecher. Das ist bestimmt nur ein Zufall. Der will uns definitiv umbringen. Also bitte. Wenn der uns nicht umbringt jetzt, ne, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Okay, irgendjemand hat ihn abgestochen. Wenn du ihren Schrein wiederherstellst, wird dich Monete zweifellos mit fabulösem Reichtum bedenken. Hm, damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht hat er sich selbst erstochen? Geheimnisse wie diese gibt es haufenweise im Universum. Egal. Sobald der Schrein komplett ist, könnt ihr die Belohnung ganz allein für euch haben. Das ist auch schön. Oh, 800 Geld. Nice.
Und ja, es gibt Crossplay hier, also eigentlich auch mal, ne? Monete, die Schutzheilige des Bargeldes ist deinen Tischchen und Geldbeutelchen gewogen. Hui! Erreiche Prachthof. Die Stadt da vorne, wo wir ja vorhin gesagt haben, da wollen wir noch nicht rennen. Hier hinten war ja sonst nichts, ne? Da ist nachher, denke ich, meine Abkürzung. Aua. Da wollen wir jetzt nicht rein. Da haben wir ja schon was gefunden vom Schrein. Da habe ich ja eigentlich... Finde alle Schreinteile, ja. Kann ich absaufen? Habe ich schon getestet, ne? So, Königreich. Aber ich wollte dir trotzdem Glück für deine Quest wünschen. Nicht, dass du Glück bräuchtest. Hab ich recht. Schließlich bist du der Schicksalsbringer. Ach, das ist lieb. Mensch. Ist gar nicht so schlimm. Kann ich mich mit denen verbünden? Der ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ein netter Kerl. Kann ich Waffen kaufen? Wie es vorhergesagt wurde. Was bedeutet das da eigentlich immer? Auch, dass ich mir vielleicht nicht leisten kann. Vielleicht bedeutet das auch einfach das. Ja, ich kann es mir nicht leisten. Du wirst zurückkommen. Ich habe es gesehen. Keine besonders guten Waffen. Kann ich verkaufen hier in den Läden? Nee, ne? Eine Mission muss keine Einbahnstraße sein. Plus 50 maximaler Schutz. Das ist eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Gute Entscheidung. Und merke den Rittergut. Da haben wir noch nichts. Es ist doof, dass ich immer da drüben lande dann. Guck mal, das ist plus 15% mehr Schutz. Ist alles besser, also nehmen wir das jetzt. Da kann ich auch verkaufen. Hä, wo? Ach, da oben. Ah, ja, okay, alles klar. Das verkaufe ich jetzt online. Nein, nicht online. Trage ich die Waffe nicht? Habe ich mir gerade eine Waffe verkauft, die ich trage? Ja. GG. Ich habe mich fast gefragt, was das heißt. Okay, cool, ich habe eine Waffe verkauft, die ich trage. Ich bin doch der Einzige, der eine Waffe verkauft, die er trägt, oder? Werfen wir einen Blick auf die Karte. Mini-Karte. Wie langweilig. Sie braucht einen besseren Namen. Wie wär's mit der... der Wandteppich der Welten. Oh, wir gehen auf Reisen. Ich konsultiere kurz den Wandteppich. Die andere Waffe brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Woher habe ich nur all diese tollen Ideen? Jetzt habe ich alles verkauft und trotzdem wieder gekauft und verkackt. Toll. Oh, da ist noch Geld. Bitte sehr viel Geld. Oh, ist gar kein Geld. Ja, könnte ich jetzt natürlich mitnehmen und verkaufen, habe ich aber keinen Bock drauf. L1 zum Rückkauf. Verdammt! Naja, jetzt ist egal. Die mächtigen Mauern von Prachthof empor. Ihr seid jedoch nicht die Regenbogen. Neuankömmlinge. Eine gewaltige Skelettarmee belagert die Stadt! Katapulte! Skelette! Skelettschiffe! Und verdunkelt den Himmel!
Und sonst? Alles safe hier, oder was? Oh nein. Wir müssen runter zum Hafen, wenn wir uns das trauen. Geld! Da ist gar kein Geld drin. Oh Mann. Das deprimiert mich, wenn da kein Geld drin ist. Attacke! Du bist bereits tot. Du weißt es nur noch nicht. Skelettchen belangt am Strand und ladet böse Frachter. Skelett Männer und Skelett Frau. Sehr gleichberechtigt. Wenn du nun gehst. Niemand mag Magier. Oh, Level up, nice. Gerade rechtzeitig. Der Magietank ist wieder voll. So, erstmal, wir sind Level up. Zauberabklingzeit brauche ich eigentlich noch nicht so. Eigentlich bin ich bis jetzt noch ein Fan davon. Was, wer muss Abstriche machen? Wieso, hat Jenny eine Geschlechtskrankheit oder warum muss sie einen Abstrich machen? Sollte ich nicht drinnen stehen? Geht. Ich würde sterben für einen Kampf. Gibt's hier nicht sowas wie Ausweichen? Diese Fähigkeit eigentlich. Nun, nicht alle sterben mit. Oh, der hat ein Bein verloren. Oh, Sünde. Das denke ich mir auch immer. Wer? Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft! Gibt es das hier? Wissenschaft? Habt ihr gesehen, wie skillvoll ich hier eigentlich kämpfe? Ich kann ja nicht ausweichen. Easy. Nein, Arschgaul! Meine Zauberslots kribbeln! Da kann ich doch bestimmt runtergleiten. Oh, das ist eine Loch. Da ist eine Loch! Nimm ich erstmal mit. Ich würde sagen, gucken wir uns nachher an, aber ich glaube nicht. Trotzdem nehme ich es mit. Darf ich auf so ein Schiff? Möchte gerne gen Süden. Mir bietet noch viel Potenzial.
Munition, Heilung, sowas braucht doch keiner. Ich habe meine eigene Heilung, wenn ich sterbe und wiedergeboren werde. Danke, Geld nehme ich mit, wenn man sich wieder so intelligent verkauft. Weil ich habe mich ja nicht verkauft, ich habe es einfach nur anders erarbeitet. Viel Spaß bei Far Cry Zero. Endlich wieder unendlich viel Munition. Endlich wieder so viele Kisten, dass du dich gar nicht halten kannst an ganzen Kisten. Aber das Geld nehme ich trotzdem gerne mit, wenn ich sehe. Genau, morgen ist wieder Elden Ring, ne? Nur mal so gesagt. Nur mal so ganz grob behauptet und, ne? Ich guck da schon gar nicht mehr rein, weil ich der Meinung bin, dass da sowieso nur Mups ist, drin ist. Und ja, sind nur Munition drin. So, jetzt muss ich mich kratzen. Paladin Mike mit einem Einhornhelm. Hey, du, Zivilist, hierher! Ich hab eine fette Knarre. Ich glaube nicht, dass ich ein Zivilist bin, oder? Glaubst du wirklich, dass ich ein Zivilist bin, wenn ich so eine fette Knarre habe? Ich frag nur. Zivilist, Alter. Deine Mutter ist Zivilist. Ich weiß ja gar nicht, was teure Items hier sind. Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Sind alle bei der Diamantgarde so ausgesprochen eloquent? Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Das ist das düstere Werk des Dragonlords. Ich habe es mit meinem dritten Auge gesehen. Der Dragonlord! Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Okay, guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut. Hier, nimm dieses, Fanta C4. Ja, ist wesentlich besser. Held von Prachthof, Tjan, alter Knaller. Ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Fanta C4 in die beschissene Luft. Mann, sei doch mal ein bisschen netter. Gott, in der Fantasy-Welt wurde ich noch nie so angegrölt. Arschheim. Das ganze Fleisch macht dich nur... Da, das Katapult ist direkt voraus. Viel Glück auch. Den Teil habe ich echt vermisst. Ist lange her, seit ich was erobert habe. Nach so ein paar Jahrhunderten braucht man das einfach mal wieder. Ich geh gleich zu den Katapulten, weil ich muss sie ja kaputt machen. Skelette erscheinen, als ihr euch dem Katapult nähert. Wer hätte das gedacht? Keine Rüstung! Sicherlich wusstest du, dass du dem Untergang geweiht warst. Mehr Steine, um die Klinge zu schleifen. Was zum Teufel? Okay, ich bin es noch so gewohnt, ausweichen zu wollen. Ich kann es kaum abwarten, irgendwas zu zaubern. Verdammter Steintroll.
Soll ich jetzt hier C4? Sei doch nicht so beweglich, Mann. Weißt du, was mich richtig aufregt? Beweglichkeit. Klatsch das Fanta C4 an das Katapult. Jo. Erstmal brauche ich Gesundheit und Heilung, weil der Steintroll hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und jetzt spreng es. Halte bloß ausreichend Abstand. Achso, ja. Das Katapult explodiert in Gläser und Regenbogenstücke. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Lass ihn mit Akzent sprechen. Mit bayerischem Akzent. Der wirkt wie ein Bayer. B&B-Charakter. Bed and Breakfast? Bisschen Leben wäre noch schön, ne? Hier ist noch eine Fettruhe. Nehme ich mit, nehme ich mit. Ja, ja. So, wir sind wieder voller Leben, wir sind voller Munition. Rein theoretisch haben wir alles erledigt. Wer schießt hier? Komm schon. Ach ja, so ist hocken. Ich habe vergessen, wie man sich hinhockt, wie im echten Leben. Ach da! Sag doch was! Ah! Mach doch nicht den Sprung! Ja, sehr toll. Mach den Sprung nach vorne, Alter. Da wollt ihr es wissen. Ich würde sagen, wir können weiterziehen, wa? Weil ich gerne nochmal wieder so ein paar Zauberwürfel finden würde. Jetzt kommt wieder der Salatdressing-Witz. Oh. Verbraten wir mal ein paar Zauber. Tauch nicht einfach so auf. Muss ich wieder eine Munition sammeln. Gold auf, haben wir fast. Okay, wir gehen mal weiter. Zumindest versuchen wir es. Wir müssen ja noch die Welt retten. Auch wenn sie irgendwie nur einen Katapult haben, aber war in Ordnung. Oberwelt, du kannst jetzt zurück in die Oberwelt. Naja, will ich ja nicht. Vorne ist wieder ein Katapult. Zu Boden! Schon bald wirst du zu uns gehen. Sie haben gesagt, ich könnte auf einer Spinne reiten. Hauptsache erstmal wieder looten. Sie schreien nach Blut und Blut werden sie bekommen. Au, hört auf.
Seid mal wieder lieb. Ah, hier, das ist Oberboss oder was? Stein. Erledigen, war der nervt ein bisschen. Dass sie dieses Hochziehen der Waffe. Ich ziehe jetzt mal hier nach unten. Ich treffe da oben gar nichts. Das ist absolut nicht. Jetzt haben wir es. War vielleicht schon die ganze Zeit getroffen. Sehr schön. Fanta 4. Verdammt! Ich habe das letzte Katapult aus dem gefallenen Turm aufgestellt. Sieh zu, dass du da rüber kommst. Worüber? Das ist ein viel zu großer Sprung. Können wir nicht das letzte Katapult entzerstören und uns rüberschleudern? Finger weg von den Figuren. Aber euch mit dem Katapult zu schleudern klingt cool. Also lasse ich es ausnahmsweise durchgehen. Ausnahmsweise. Geht aus meinem Gemüsefeld. Irgendwo da draußen wollen Feinde erschlagen und Geheimnisse gelüftet werden. Durch meine Finsternis. Endlich mal. Eine von 15. Lecco mio, ich habe noch nicht mal 15. Oh, guck mal hier. Neue Waffe. Schaden. Zielgenauigkeit. Verbraucht 2 Munition pro Schuss. Ist aber auch irgendwie doof. 6 Schuss Shotgun. Was? Das ist eine Shotgun? Ich will keine Shotgun. Ich will ja schon ein bisschen aus der Entfernung schießen. Irgend so ein Schwert. Falsche Taste. Obelisk der Verfluchte? Ah, eine Sniper. Aber warum stand da was von Shotgun? Gott, damit kann ich noch viel weniger umgehen. Aber damit können wir schön gucken. Ich meine, wir müssen da jetzt rüber. Aber vorher gucke ich nochmal, dass ich hier... Eigentlich haben wir wieder alles, ne? Eigentlich haben wir alles und uns geht's gut. Aber ich will vielleicht noch gucken, ob wir irgendwo Geld oder so. Ich werde dich töten, entbeinen und wie einen Poncho tragen. Ich weiß, viel zu nah. Das kapiere ich nicht. Aber nochmal? Ja, so läuft das hier im Spiel. Meine Knochen! Meine Brüten! Noch! Bleib weg von mir, Flugzeug! Du bist so feucht! Am Ende stirbt man. Wir haben echt viel, was wir noch finden müssen, oder? Alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit. Und ich musste sie übers Wochenende verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da habe ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei. Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern?
Und dann kam mir eine tolle Idee. Der alte Stinkblüte könnte ein Dieb werden. Ja, das ist doch auch was. Dieb ist immer gut. Kaputt machen Frauen. Weil Angst. Da ist noch irgendeine Höhle. Kann ich da einfach... Ich meine, ich muss ja eigentlich rüber, aber da ist eine Höhle. Diese Lande sind in der Tat weitläufig und wundersam. Fettes Schwert. Will ich aber nicht haben. Darf ich hier einfach so rüber? Eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Keiner. Ich kann dir jetzt schon sagen, keiner. Oder alle. Weil theoretisch kann ich dir jetzt schon sagen, alle. Safe bei euch? Wildes Land. Genitalschuss. Du solltest den Ausdruck auf dem sehen, was von deinem Gesicht übrig ist. Da ist jemand wild auf den Tod. Mein Unglück vor meinen Augen. Hey, auch mit deiner Giftwaffe oder so. Mann, das wackelt. Willkommen zu deinem Schicksal. Ich werde mich dafür rächen, in das diesem Mond zu einem saftigeren Ziel. Dürfen wir hier schon hin? Ich hab das Gefühl, dass wir hier noch nicht hin dürfen. Aber eigentlich, ne, wenn wir hier hin können, können wir ja auch hier hin. Ich bin ein Fußschießer. Jetzt herkommst, aber okay. Ich bin runtergefallen. Ich hatte noch so viel vor in meinem Nichtleben. Waren das alle? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Haben wir nochmal wieder so einen Würfel. Ah, wir haben Gäste. Ist doch überall irgendwo was immer. Ich hätte gerne noch das Ding da wieder.
Noch mehr Geheimnisse offenbaren sich vor mir. Glanzvoll, Baby! Ist das schon wieder eine Sniper? Schon wieder eine Sniper. Nehme ich mit, kann man verkaufen. Die Bücher kann man am besten... Eine fette Axt. Sind diese Leitern auch für mich? Ja. Das ist aber atemberaubend hier oben. Nimm am besten auch rechts und links mit, wa, Kumpel? Jupp da die du. Ich glaube, der war nett, oder? Kann das sein, dass er nett gewesen war? Naja. Jetzt ist er zumindest weg. Oh, guck mal hier, können wir weitermachen dann. Dunkelmagie-Schaden, Gesundheitsregeneration. Dieser Effekt ist nicht stapelbar. Killskill Gefährte. Ja, ich habe ja immer noch keinen Gefährten. Was würde ich für einen Gefährten tun? Ja, aber sehr gut auszuschalten war dafür, dass er plötzlich so um die Ecke kam. Volle Zauberkraft. Oh, das war ein Sprengstoffskelett. Was? Was soll ich? Hä? Was war? Ich weiß noch nicht mal, wodurch ich jetzt gestorben bin und warum da plötzlich jetzt aufgeben stand. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, warum das jetzt so passiert ist. Sterben ist für Noobs. Ja, danke. War jetzt ein bisschen überfordert, was abging. Ich weiß noch nicht mal, wodurch ich gestorben bin. So, krieg ich mein Loot jetzt? Danke. Die rüste ich aber mal aus, die Waffe, wa? Wobei die auch nice ist. Aber jetzt haben wir wenigstens mal gesehen, wie der Tod aussieht. Aber hier hinten ist wirklich einfach nur, um Gegenstände zu bekommen, wa? Ich weiß nicht, ob mich der Sprengstoff... Oh, guck mal hier, wie episch, Alter. Voll episch. Guck mal, wie gut animiert das aussieht. Richtig gut. Richtig gut. Ja, wir gucken da einfach nicht hin. Wir gucken da einfach nicht hin, ist in Ordnung. Nehme ich mit, kann man verkaufen, ist grün. So, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt mit dem Katapult wegschießen, wa? Mal, sind wir mal ehrlich. Hier hinten waren wir jetzt. Hier ist noch irgendwas. Was ist das? Ja, oder Langeweile von den Entwicklern. Aber im Endeffekt... Mein Gott. Ist doch nicht schlimm. So,
Wir können hier gleich noch rechts. Das ist noch so eine kleine Nische, wo wir noch nicht drinne waren. In La Höhle. Und da haben wir so ein Ding. Öfter mal Karte gucken, wa? Aber sowas von. Geld haben wir aber auch wieder, das ist gut. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir nicht. Aber das da wird mich noch interessieren. Einfach jetzt geradeaus durchgehen. Ja, ja! Eile der Finsternis entgegen! Und schlafe zu dem Wiegengesang aus Stahl. Für die Zombies. So, war das jetzt hier? Ja, und dann irgendwo links lang runter. Komm rein! Friedhof der verlorenen Paten. Oh Gott. Mehr Glück für dich, Mamacita. Aber ich glaube, wir können schon gar nicht alle 15 Glückswürfel mehr finden, wa? Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir das nicht mehr können. Hallo Atze. Atze Benny. Ich gehe mich jetzt mit einem Katapult schießen. Es gibt noch so viel zu lernen. Wie man sich zum Beispiel mit einem Katapult wegschießt. Wie ich da überhaupt hochkomme. Toll. Toll. Bester Schütze ever. Für die Konstruktion dieser Katapulte sind hunderte Koboldstunden Arbeit notwendig. Sieht denn keiner, wie viele Arbeitsplätze ich hier schaffe? Mann! Die Blutflut steigt! Ah, weißt du, warte, ich gehe da jetzt drin. Ja, hast deine Beine verloren, Kumpel? Macht nichts, macht nichts. Schnapp dir einen Seelenkuchen bevor. Mist, egal. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Ich hasse es, wenn sie über mir stehen. Und ja, das Game macht Spaß. Vor allem, weil ich damit um kann. Wir brauchen Leben wieder, ey. Wie kann man denn schon wieder Leben brauchen? Hier in diesen Dingern ist meistens Leben drin. Man kann sich in diesen Wonderlands nur zu leicht verlaufen. Stimmt doch gar nicht. Wer verläuft sich hier? Du vielleicht. Ich mit meinen... Ein glitzernder Schatz.
Ich mit meinem Skill verlaufe mich bestimmt nicht. Meins. Die Chancen steigen. Was lila ist? Schon wieder eine Sniper. Warum finden wir hier nur Snipers? Was ist denn los? Schon die dritte Sniper in lila hier. Ich will nicht ständig nur snipern. Da oben muss ich aber irgendwie rauf. Aber wie? Ich habe Borderlands nie gespielt, also weiß ich es nicht. Wie komme ich da rauf? Vielleicht jetzt noch nicht. Macht auch auf den Lachs. So, Heilung ist wieder alles da. Jetzt geht's wieder gut. Huch, meins, lila! Was ist es? Ach, nur ein Schlüpper. Ach Mensch, ein Schlüpper brauche ich jetzt gar nicht. Sagen, wehe, du fällst da runter. Axt des Wütens. Feuerrate, wenn Schutz aufgebraucht ist. 20% Nahkampfschaden, solange Schutz aufgebraucht ist. Nö, ich glaube nicht, dass ich das brauche. Bin ich schon wieder voll? Oh, wie kann man denn jetzt schon wieder voll sein? Ja, so gut ist es nicht zu verkaufen. Wir müssen echt wieder verkaufen. Alle Gamerzweig, montags Xenoblade und freitags Elden Ring. Das ist nur, weil neu rausgekommen ist. Deswegen spielen wir das jetzt. Weil es ein neu rausgekommenes Spiel ist. Das hier wird kein Stream-Spiel. Das nur heute einmal. Deine winzige Rolle in diesem großen Stück. Mann, ihr nervt. Hab Teil an diesem Leid. Du wirst für deine Unverschämtheit bezahlen. Bin wieder. Oder mal auf jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich mich rette, ehrlich gesagt. Rette deine Seele. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache. Wie rette ich meine Seele? Wie der da jetzt kriecht, ohne sein. Und jetzt ist er tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Seelen rette. Das Leben ist zum Leben da. Achso. Entschuldigung. Habe ich nicht gewusst. Da bin ich einfach doof gestorben. Ich weiß nicht, da stand jetzt, rette deine Seelen, aber ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt bin. Ah, da lang.
gehe mal davon aus, dass ich irgendetwas einsammeln muss, so aber... So viele Erinnerungen an erschlagene Feinde und deren Beute. Warte. Das ist nichts, was ich trage, ne? Nein. Nahkampfschaden, kritische Zaubertreffer, Schutzregeneration, kritische Treffer, Feuerrate, Gefährtenschaden. Wenn ich einen Gegner kille, werde ich... Ach so, okay, cool. Also muss ich erst jemanden tot machen, dann... Okay, gut. Okay. Weiß ich Bescheid. Regeneriert Gesundheit. Maximale Gesundheit, Feuerrate, kritische Nahkampf. Ich glaube, wir haben jetzt das ausgerüstet, was... Ja. Das da. Wenn er was kann, dann ist er treffen. Die Belagerung wurde beendet und ihre Kriegsmaschinen ins Nichts verbannt. Das haben sie jetzt davon. Ha! Am Haupttor neu formieren. Sie sammeln sich für einen neuen Angriff. Oh, schön für dich. Übrigens, während ihr euren kleinen heldenhaften Ausraster habt, sind meine Truppen bereits in die Stadt eingedrungen, um gleich alles niederzubrennen. Das ist toll. Wir alle haben Spaß. Das ist schön. Ich habe auch Spaß, ja, das stimmt. Sehr gut. Du Glückspilz. Dank. Na gut. Ich bin sowieso voll. Was soll ich denn hiermit noch? Was stand da? Einfacher Zauber feuern und vergessen. Hm, habe ich schon vergessen. Wo muss ich hin? Jetzt bin ich hier so bereitwillig runtergehüpft. Und muss eigentlich wieder da hoch, so wie es aussieht. Wo kann ich die Welt retten? Hier? Ups, ihr steckt fest. Hier ist eine hübsche Brücke für euch. Hab schon drauf gewartet, dass die Brücke kommt. Der verdammte Infrastrukturerlass wird endlich umgesetzt. Hat aber lange gedauert mit der Brücke. Fällt ihr ein? Hey, Paladin Mike! Du alte Psychodeli. Ich quatte gleich Paladin Mike an. Muss erstmal gucken, was hier noch so ist. So wie das hier. Hui! Und das hätte ich vorhin nicht haben können, oder was? So ein Mist. Naja, vielleicht werden wir gleich noch angegriffen. Ich bin ein, naja, wie nennt man das Pferd? Ich dachte gerade, es wäre ein Regenbogen, aber es ist Feuer. Aber warum kann Feuer nicht auch ein Regenbogen sein? Diskriminiert den Regenbogen nicht, nur weil er Feuer sein. Diskriminiert das Feuer nicht, nur weil er Regenbogen sein will. Den Knochenköpfen hast du es gezeigt. Ja. Ein königlicher Wegstein. Unmöglich. Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Bist du ein Schicksalsbringer? Oh ja. Hatte ich das nicht erwähnt? Alles klar. Ich bin verdammt beeindruckt. Hab nur Geschichten darüber gehört.
Ah, da hinten sind Automaten zum Verkaufen. Ja, gehen wir gleich mal hin. Beziehungsweise gehen wir jetzt erstmal hin. Paladin Mike, alles. Ist Feuer eigentlich heiß? Ja, Feuer ist heiß. Ich brenne. Ah, endlich verkaufen. So, nicht vergessen. Das kann ich gleich benutzen. So, was hast denn du überhaupt? Irgendwas, was mich anmacht? Eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Für Zauberer? Nehme ich jetzt mit. Ich hab das wirklich losbekommen. Hey. Sag das so nicht. Komm ich mir doof vor, wenn du das so sagst. Ach so, schon bekannt. Ach so. Okay. Gut. Schaden, Abklingzeiten. Aber der hat einfach viel bessere, ne? Dingstars und Boomstars. Ja, ist das schlimm? Nimm dieses Geld sofort. Hallo Rocky Soul. Die besten Rüstungen im ganzen Land. Vorwärts zum Ruhm. Ein Schwert. Okay, das Schwert sieht cool aus. Nein, ich bin kein Fan von Gewalt. Ich bin eher so der Pazifist. Ich bin eher so der nette Dude. So, da oben ist noch ein Würfel. Die Magie der Königin hat mehr deiner Schicksalsbringerkräfte freigeschaltet. Die Armeen des Dragonlords haben keine Chance. Hurra! Klassengroßtat freigeschaltet. Du hast eine Klassengroßtat freigeschaltet. Dies ist eine mächtige, klassenspezifische, passive Fähigkeit, die dauerhaft aktiv ist. Du musst nur zur Freischaltung keine Punkte ausgeben. Jeder Klassenskillbaum kann für einen spezifischen Großtat optimiert werden. Jede Klasse verfügt über eine einzige Großtat. Mehrere Informationen findest du im Informationsmenü der Großtaten. Mann, du machst das echt gut. Zu schade, dass ich dafür nichts im Ärmel. Scheiße! Zieh diese neuen Fenster aus, Schicksalsbringer! Spaß beiseite. Man sollte keine Trolle im Ärmel haben. Es wird heiß und sie finden nicht raus. Habt kein Mitleid mit denen, die bereits Bitte. Verloren waren. Ist doch keine Herausforderung hier, die Trolle. Und wo? Ach, jetzt fliegt mein Begleiter hier die ganze Zeit rum. Das macht mich auch ein bisschen keksig. Aber jetzt habe ich voll den dicken Begleiter-Dude. Halblich Gefährte. Warum ist es kein halbdunkel Gefährte? Wo muss ich hin? Ich bin mehr! Ja! Ich werde deine Dominanz!
Meins. Oh, das ist Paladin Mike. Entschuldigung, Paladin Mike. Ich habe wieder satt. Was? In der Kusche oder was? Irgendwo da draußen wollen Feinde erschlagen und. Ach, da ist ja noch einer. Ja, ja, ich arbeite dran. Keine Magie! Irgendwie macht er das rückwärts, oder? Irre. Ich weiß noch nicht so ganz, was das die Fähigkeit jetzt bringt. Die vorher waren das, dass da ein paar Hydras auftauchen, aber das haben wir jetzt ja nicht mehr. Huch, falsche Taste. Oh, da war ich. Ja, warte. Ich weiß, wo ich bin. Ein bisschen Leben wäre gar nicht mal so. Ehrlich, ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Kannst mal sehen. Ha. Los, ihre Bodenoffensive ist gestoppt. Aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Oh, beeil dich lieber, wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst. Die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Okay, ja, Entschuldigung. Das blöde Tor ist zu. Sekunde, ich bring uns rein. Sag das Passwort. Das Passwort lautet: Mach das Scheiß-Tor auf, sonst stopfe ich dir Blätter in den Rachen, steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem Scheiß-Teekessel. Das ist definitiv er, Leute. Mach das Tor auf. Komm schon und mach dich bereit. Da drin wird es vermutlich unschön. Okay, also so wie du. So viel Beute. Und trotzdem nicht genug. Schon bekannt, kann also weg. Ist kein Gegenstand. Das wird so unnützlich sein. Ich habe einfach mal verkauft. So, wir gehen gleich weiter, wa? Oh, dieser Regenbogen. Gott, ist das. Brighthoof. Volle Zauberkraft. Ihr betretet Prachthof und seht den blanken Horror. Hütten brennen, Skelette fressen menschliche Füße. Voll Debris. Ey, voll Debris. Das ist echt voll Debris. Los, wir müssen die Stadt säubern. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz. Den Zottelplatz? Ja, ja, weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese Stadt erobert habe, werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Du Niete! Funktioniert es? Ich will, dass du mich hast. Ich rede von wahrer Verachtung, von Ohnmächtigen. Meine ich sie? Der in deinem Inneren brodelt und dich wie ein Feuer aushöhlt. Sag mir einfach, wenn ich noch was tun kann. Mentoren töten oder so. Mentoren töten? So wie Paladin Mike, das wäre. Mensch, das würde mich richtig Depri machen. Ist das irgendwie heroisch? Hinab in die Finsternis. Wir sind Level up. So, warte. Ich muss erstmal leveln. Bevor wir jetzt irgendwas machen. Dunkelmagie-Schaden. Ich gehe mal davon aus, dass was wir nutzen, Dunkelmagie-Schaden ist.
Schicksalsbringer. Achso, hier muss ich es aussuchen. Vollständiger Halt, erlangen erhöhte Aussaugeffizienz und verursachen Bonus Dunkelmagie-Schaden. Ihre Gesundheit nimmt jedoch immer mehr Schaden pro Sekunde. Ich mag das hier eigentlich. Weil wir auch irgendwie wieder Leben zurückbekommen, wenn wir das machen. Irgendwie brennt's. Ich brenne. Mal wieder. Dammter Führer. Dankeschön. Ja, sieht aus wie ein Papagei. Diese Hände sind bereit für magisches Feuerwerk. Ein Bannermuster. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Bannermustern soll oder warum das überhaupt existiert. Aber wir besitzen es. Ey, Paladin Mike, mal, nimm deinen Busen aus meinem Gesicht. Paladin Mike? Werfen wir einen Blick auf die Karte. Mini-Karte. Wie langweilig. Sie braucht einen besseren Namen. Wie wär's mit der... der Wandteppich der Welten. Oh, wir gehen auf Reisen. Ich konsultiere kurz den Wandteppich der Welten. Mike. Gott. Woher habe ich nur all diese tollen Ideen? Man muss nicht alles 20 Mal wiederholen. Ich sag's ja nur. Ja, jetzt schon dreimal gehört den Spruch. Der wird nicht besser. Ich bin nicht da so episch rübergesprungen, aber das hat mir überhaupt nichts gebracht. Irgendwie voll traurig. Jetzt bin ich einfach so reingestürmt und habe hier alles getötet. Nein, ich will nicht zum Glitzerhof wechseln. Geld, 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 Geld. Munition brauchen wir immer noch nicht. Auch wenn es knapp ist. Aber wir brauchen tatsächlich immer noch keine Munition. Ich bin nur hier, um Geld zu sammeln. Aber das kann ich auch nicht ewig machen. Weil ich brenne. Mann, Paladin! Zugbrücke. Ey, du geile Zugbrücke, Alter, ich soll dich betören. Ich soll wirklich die... Ich soll die Zugbrücke jetzt wirklich anbaggern? Eldenring? Ja, nein. Wenn das wie Eldenring ist, ne, dann bin ich auch wie Eldenring. So, ich gehe mal die Zugbrücke anbaggern, ne? Na, hallo.
Deine neuen Balken fallen von der anderen Seite des Grabens aus ins Auge. Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen ab. Klappt immer wieder. Ja, okay, cool. Auch eine Truthahnkeule. Steht ja nicht so rum! Paladin! Micke! Ich brenne schon wieder wegen dir! Jetzt werden Zauber abgefeuert! Mann, ey! Paladin Mike, du. Du bist eine Wurstpelle. Du bist eine massive Wurstpelle, Paladin Mike. Oder noch? Dankeschön fürs Sterben. Endlich! Jetzt haben wir die Oberhand. Das ganze Fleisch. Oh nein, gestorben! Schon wieder! Hab Teil an diesem Leid! Hey, du! Komm her! Willst du mal bitte sterben? Ich hoffe, du erinnerst dich daran. Ich habe versucht, es nach den Regeln zu spielen. Aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Ich werde gleich auch dich brechen, Alter. Und warum will er jetzt die Regeln brechen? Oh, hier ist Feuer. Feuer heiß, habe ich gelernt. Ich weiß nicht, wer hier irgendetwas noch kaputt schießt, aber irgendjemand schießt hier noch irgendwas kaputt. Da ist ja noch was Lilanes. Ich brauche aber nicht irgendetwas, was schon bekannt ist, brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Weil ist ja quasi schon bekannt. Schon bekannt. Also kommt das raus, weil bekannt. Da unten sind wir gekommen. Hier haben wir, ich habe keine Ahnung, vielleicht schon mal was gesehen, ich weiß es nicht. Ich glaube, von da an waren wir auch schon mal irgendwie gewesen. Jet. Meins. Ist aber prinzessinnenmäßig das Schloss. Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie...
gemacht. Hierüber, Schicksalsbringer. Was hier wird? Du hast uns alle gerettet. Natürlich habe ich euch alle gerettet. Du bist der Held von Brachthof. Dankeschön. Danke, danke, also, danke. Wegen dieser Drecks-Dragonlord-Geschichte. Die Königin wird sicher begierig darauf sein, unseren neuesten Schicksalsbringer persönlich zu begrüßen. Die Burgtore sind gleich da drüben. Die Königin persönlich kann es kaum erwarten. Oh ja, ich bin spritzig wie der Morgentau. Die Burgtore ihrer Majestät schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickten. Königin Arschgaul! Bazalion. Ähä. Wobei ich Arschgaul geil. Ah, Arschgaul! Ihre Pracht. Sie bricht voll über euch herein. Ja, ich spür's. Es kribbelt. Du hast deine Limo verschüttet. In der Tat. Aber nur um die Königin zu ehren. SFX-Viren. Na? Ja, ja, klar, sicher. Schon gut, ich sag's. Tja, also, sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wonderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragonlords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und danke, Valentine, dass du auf die Details achtest. Warte! Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Arschgaul! Wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Ein bisschen heftig, aber die richtige Einstellung, schätze ich. Brauche ich Muni. Jetzt habe ich Muni vernapst. Naja. Ich habe bis jetzt noch keine Muni. Sagt, das Seelenschwert sei im Splittergrabhügel versteckt. Sie wird dort höchst selbst auf euch warten. Würdest du sagen, dass uns eine große Ehre zuteil wird? Ich habe mir immer gewünscht, dass mir mal was zuteil wird. Ja. Dir ist gerade was ganz Tolles zuteil geworden. Mein Traum wird wahr. Wir sollen jetzt auch wieder in die Oberwelt, ne? Ab in die Oberwelt. Da können wir eine Abkürzung frei boxen. Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Haiku-Alarm, Baby. Voll Haiku, Alter. Kennst du Hai? Betreten? Nein, will ich nicht. Da riecht es. Das ist für ein Lachs. Mein Geld. So, aber bevor wir hier jetzt weiterziehen, würde ich mal ganz grob sagen, machen wir Feierabend für heute. Weil es ist ja auch schon 21 Uhr. Ich muss hier alles schlagen in der Oberwelt. Wotz. Schade, dass ich hier nicht springen kann. Ich mag diesen Regenbogen an ihrem Schloss. Würde ich auch so bauen wollen. Würde ich auch so machen. So, zu wie viel Prozent haben wir das abgeschlossen denn? Entschuldigung, hab halt die Butch gemacht. Da ist jemand wild auf den Tor. Piss dich. 40%, naja, das ist ja... Naja, nicht wirklich viel. Macht aber nix. Ich muss nicht jeden Laden 100%. Oh, guck mal, hier hätte ich das auch lesen können. Ja, klasse, super. Okay. Ich verabschiede mich jetzt.
beim nächsten Mal müssen wir zum Splittergrat-Hügel und das Seelenschwert finden, damit wir von unserem Arschgaul da so ein bisschen geehrt werden und so ein Schmock. Ich bin gespannt. Es macht echt Spaß. Ich komme wirklich gut klar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Ich will jetzt echt nicht angeben oder so, aber dass ich wenigstens ein bisschen treffe. Und ja, bei mir ist schon, wenn ich sage, ein bisschen treffe, ist bei mir schon, ne? Ist bei mir schon drinne dann. Es macht echt Spaß. Auch mit den Zaubern und den ganzen. Es gefällt mir. Und der Witz ist cool. Ich mag die ganze Geschichte, wie die aufgebaut ist. Ist echt nice gemacht worden, muss ich sagen. Ist nice gemacht worden. Und so sehr stört mich diese Borderland-Grafik nicht. Aber ich glaube, Borderland sieht nochmal anders aus als das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich mag Borderland nicht, weil ich immer die Grafik nicht mochte. Und außerdem ist das ein Shooter und ich spiele keine Shooter-Games. Das hier spiele ich nur, weil es in einer magischen Welt ist. Wäre das hier nicht in einer magischen Welt, würde ich es auch niemals spielen. Da würde mir eigentlich auch ein bisschen was verloren gehen. Naja, okay. Ich verabschiede mich jetzt. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn dann Folgen kommen. Morgen wieder, wenn wir Elden Ring spielen. Montag, wenn wir Xenoblade spielen. Und jetzt haben wir auch erstmal wieder... jetzt haben wir auch erstmal wieder... Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt haben wir auch erstmal wieder 4 Let's Plays am Laufen. Endlich mal wieder ein bisschen was dabei. Endlich mal ein bisschen was Neues dabei. Weil sonst kommt auch nichts Neues raus. Na gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.